Hallo, herzlich willkommen. Wenn ihr mögt, unterbreche ich kurz eure Kleimperei am letzten Tag der Solo-Queue. Alle sind am Laddern, alle wollen noch die nächsthöhere Elo erreichen. Es frustriert, es ist ärgerlich, aber wie gesagt, als Entertainment habe ich heute ein Leckerbissen für euch, nämlich die Division 6. Da kämpft River runter um den ersten Platz, sind noch ungeschlagen. Bis zum Spieltag Nummer 5 stehen 8-0 in der Tabelle. Aber es gibt ein Team, die stehen ebenfalls 8-0 in der Tabelle. Und das ist Team 300 White, auf die eben River runter heute trifft. Am Spieltag Nummer 5 haben die ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, eine Woche nach hinten gelegt. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass man ist auch da relativ schon sicher mit diesen beiden Teams. Allerdings muss selbst Team 300 White am letzten Spieltag noch gegen Black Lion Lethal Darkness dran. Die stehen auch nur 8-2, also nur eine einzige Niederlage. Und die hat eben auch River Runter ihnen zugefügt. Also für River Runter sieht es hier eigentlich schon sehr, sehr gut aus, zumindest was den Aufstieg betrifft, ob es eben der erste Platz ist. Das wird sich vielleicht heute dann schon entscheiden. Sehr, sehr wichtiges Game also. Und ein bisschen anders auch vom gestrigen Tag. Da hatten wir in Division 7 so ein bisschen diese Geschichte Underdog gegen Innsport Favorit. Das war ja auch großenteils zwei cleane Games, zwei Stomps, wie wir sie erwartet haben. Heute also Witzen bisschen closer. Ich erwarte da ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wir haben auf Seiten von Team 300 auch einen alten Bekannten, den guten Tears, der von der Mitte allerdings den Roll-Swap in den Jungle vollzogen hat. War ja natürlich unser alter Midlaner bei No Name. Da gehen nochmal die ganz speziellen Grüßen persönlich raus. Und ja, mit No Name war man ja, glaube ich, sogar in den Internals auch in der Gruppe von River Runter. Also muss River Runter hier eigentlich schon Erfahrung haben, hier es zu besiegen. Jetzt also sogar in der anderen Orga. Ansonsten, Elo-wise, haben wir dort zwei Dia-Spieler noch mit Anuka in der Mitte, Dia 3 und der Support, der Projektor als Dia 2 Support eben. Und dann ansonsten sehr viel Gold, wie eben auch Tears. Auf der anderen Seite bei River Runter haben wir drei Platin-Spieler, aber unteres Platin mit Lücke 77 da übrigens. Max, den du ja gestern deiner Freundesliste nicht erkannt hast, der Midlaner von River Runter. Traurig, traurig. dann natürlich der gute Lavi als Support und Super Saiyajin unten. Und dann haben wir noch zwei Goldspieler mit The Colony und mit Dumbledore auf der Top-Lane. Ja, also, spannendes Spiel erwarten wir, Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich glaube, wir ja, gehen gleich einfach mal ins Game, warten noch auf die Lobby-Einladung. Und ich bin hyped, auf jeden Fall. Ich denke wirklich, dass wir hier ein Banger-Game in Division 6 sehen werden von den beiden Gruppenfavoriten. Wie gesagt, kleiner Vorteil bei River Runter am letzten Spieltag eben noch Black Lion, Lethal Darkness gegen 300 White. Ansonsten, ja, schauen wir mal. Picks-mäßig sehe ich auch sehr viel bannworthiges Most Played spielt auf Seiten von 300. Da gibt es einmal den Vladimir vom Anuka in der Mitte mit Most Plates, danach noch Ari. Also die beiden, die sind hier schon seine Most Plates, seine Most Comfort in der bei Tears, der ja auch dann neulich erst geswappt ist, sehr, sehr viel Vex noch spielt. Kayn und in der Prime League auch sehr viel Jarvan ausgepackt und Top Lane ist ein kleines Klett-OTP fast schon mit 200 Spielen. Nächst Most Played wäre Gwen mit 47. Also einiges, was man hier targeten könnte. Ich bin gespannt, worauf man sich entscheidet. Gerade weil man ja Carry Champions auf der Top-Lane spielt, Klett immer so ein bisschen eklig, ein bisschen cheesy. Deswegen denke ich, dass man hier den Klett dann auf jeden Fall rausnehmen wird. 59% ist auch in 200 Games schon ein ordentlicher Stat für eine OTP, denke ich mal. Ansonsten Lushinami könnte auch auf der Botlane rauskommen für Team 300. Aber da hat man ja eben diesen Gold 2 ADC. Da vielleicht ein Ansatz, was dann das zu abusen geht. Wir haben ja auch immer die, so bei River runter, wenn es mit der Top-Lane Carry Performance nicht klappt, immer die Botlane sehr, sehr gut am Carryen gesehen. Lavi mit den Rakan Engages. Wie noch selber Lushinami sehe ich gerade. Also da hat man vielleicht so eine Prior, ich bin gespannt. Die Seitenwahl liegt im ersten Game auch tatsächlich bei River runter. Also haben sie vielleicht den kleinen Vorteil hier auf die Blue Side zu gehen, so wie es momentan aussieht. Dann eben, ja, selber vielleicht für Lush oder Nami zu gehen. So, schauen wir nochmal rein. Okay. Es kommt noch keine Ansage. Welche Seite wollt's? Blue. Ja, Blue also für River. Cassante darf nicht gepickt werden, wird auch nochmal gesagt. Da kommt nochmal eine neue Lobby.
Und ich glaube, bei Prime League ist momentan ja immer noch ein bisschen ärgerlich, dass man die Lobby selbst erstellen muss, beziehungsweise selbst einsenden muss, die Ergebnisse, alles noch ein bisschen, ja, ärgerlich. Aber wir sind in der neuen Lobby drin mit River runter. Sollte gleich dann losgehen. Der Gruppe Musik anmachen, weil langsam weiß ich nicht mehr, was ich noch sagen sollte hier. So, jetzt finden auch langsam die 300. Da geht er natürlich nochmal Grüße raus an Team 300. Sehr, sehr coole Orga, den Leader Typhoon. Da noch ein bisschen Werbung gemacht habe. Kann man ja auch mal machen, ne? Laut, glaube ich. Nervt etwas, aber ja, ist bald vorbei fürs Erste. Was meinst du? Was nervt? Der Climb? Oder das mit Prime League meinst du? Ach so, ja. Stimmt. So, River runter hat das Ready-Zeichen gegeben. Warten wir nur noch auf 300 White. Und dann sollte es hier in die erste Pick-and-Ban-Phase gehen. Ich bin super, super gespannt, super hyped, was hier die Prio sein wird für das jeweilige Team, was man sich zusammendraftet. Wird es Carry Top? Wird es ein Tank? Wird es wieder diese klassische Wombo-Kombo, die wir gestern gesehen haben? Was bannt man hier raus? Wie gesagt, nicht OTPs, aber doch deutliche Most Played Champion auf den jeweiligen Rollen auf der anderen Seite. Senden euch nachher noch den Link. Mama, ich bin im Fernsehen. Können wieder einladen, wir sind ready. Ach, da war irgendein Random noch drin. Ja, die waren da eins. So, 300 gibt das Ready-Zeichen. Starten dann rein in die Olga. Ja, also. Wie gesagt, sehr viele Most Played Champions. Klett auf der Top Lane. In der Mitte waren es Ahri und der Vladimir. Vladimir auch sowas Schießiges. Wird ja auch direkt rausgenommen. Denke ich auch. Das ist die richtige Entscheidung. Auf der anderen Seite der Vel'Koz gegen Lücke 77. Das ist ja das gleiche, was ich schon bei Serrat gesagt habe. Gerade diese Long Range Mages in der Mitte. Meiner Meinung nach immer noch underrated. LS hatte da ja auch gesagt, ein bisschen in den Worlds fehlen da solche Picks, beziehungsweise dass die Champions beherrscht werden von den jeweiligen Spielern, dass man da auch mal so ein Azir richtig abusen kann, zum Beispiel. Oh, und gegen Lücke wird sich hier sehr, sehr konzentriert. Die Syndra auch schon raus. Auf der anderen Seite jetzt der Klett auf der Top-Lane. Sehe ich hier noch Kayn, Jarvan oder die Ahri vielleicht noch. Aber es wird die Seraphine, ja, interessant, most played von Projektor, beziehungsweise in Recent History. Ja, Seraphine auch. Sehr, sehr eklig, finde ich schlau rauszunehmen. Auf der anderen Seite der Maokai-Ban. Man jetzt hier Shin Udanami. Geht man dann für R1, R2 Lucian, falls man es nicht machen sollte.
Aber es wird der Ornn. Ja, jetzt habe ich ganz der Dumbledore vorgestellt als der Carry-Top-Laner und er packt erstmal den Blindpick Ornn auf der Top-Lane raus. Ja, finde ich eine gute Wahl. Ein bisschen denyst du damit den Pick auch von Helgo, der sehr, sehr viel Ornn gespielt hat. Und der Counter bzw. Shen wird direkt gehovert. Ja. Einiges, was gut gegen Ornn in der Lane funktionieren kann, Malphite in der Lane ein bisschen schwieriger zu exekutieren. Also da dürfte Ornn im Melee-Matchup schon die Nase vorn haben. Natürlich geht es hier dann darum, eher die Tankiness zu beantworten, den Engage zu haben. Jetzt hat man natürlich den Sylas noch offen in der Mitte. Wundere ich mich mal bei Lücke rein, ob der Sylas spielen würde. Eigentlich ein bisschen naiv hier, direkt den Malphite zu picken, ohne Sylas irgendwie zu bannen. Aber man scheint hier mit dem Blick aufs OPGG sich sicher zu sein, dass der Gegner den nicht spielt. Sehe ich hier zumindest auch nicht raus. Dann seid jetzt der erwähnte Jarvan für Tears im Jungle. Und man hovert die Siege, das wäre jetzt schon sehr, sehr tanky, sehr frontline-lastig, wenig Damage. Also da braucht man jetzt wirklich noch einen Hyper-Carry oder dann jetzt auch etwas, was aus der Mitte heraus carryen kann. Und ja, ich sehe noch den Corki bei Lücke, wo der recently wieder gebufft. Wäre hier auch noch ein gutes Teamfight-Tool. Weil man dann auch wieder sehr viel AD Base-Damage hätte, ja, ich weiß. Rocky macht AP-Schaden, aber eben auch schon Autotech basierend, wenn du dieses Blumensbild nicht wählst. Aber es wird erstmal die Sivir eingeloggt. Ja, obwohl ich Hyper-Carry genannt war, gilt, glaube ich, Sivir immer noch so ein bisschen als Utility-ADC mit der Ultimate mit On the Hunt, aber kann eben als Crit-Carry im Late-Game auch sehr, sehr reinböllern. Wir haben in Worlds oft die Kombination mit Yuumi gesehen und ich glaube, Most Winrate hatte dort auch Sivir, hatte Yuumi. Von daher, guter ADC-Pick. Spellsheet kann die ja auch nochmal gut getimt, mal so eine Malphite-Ultimate, einen EQ von Jarvan umgehen. Also auch das Spellsheet kann hier Gold wert sein für Super Saiyajin. Auf der anderen Seite jetzt der Blindpick Victor in der Mitte gewählt. Und ja, das sieht nur noch einen klassischen Wombo-Combo-Meta-Draft aus auf Seiten von 300. Gerade Kataklysmus mit Chaos Storm, eine gute Synergy des Junglers und Midlaner zusammen. Und natürlich noch dann die Unstoppable Force von Malphite, die rein geschallert kommt. So zumindest ist die Theorie hier von 7300 und jetzt tut man auf beiden Seiten noch Picks in der Mitte auf Seiten von River runter und der Support auf der anderen Seite bei Team 300 sucht man hier noch die komplette Botlane und da wird erstmal der Braum auch rausgenommen gegen Projektor und natürlich auch als Counter gegen Ornn. Wir haben es gestern auch gesehen von guten Simon bei Last Second. Das ist sehr, sehr gut geklappt. Shield hoch. Und dann rückwärts gewandt, Ornn umgangen. Auf der anderen Seite wird jetzt noch die Leblanc und der Xerath draus genommen. Ich schau mal, wie gesagt, Corki wäre jetzt hier noch eine Option, die noch offen wäre bei Lücke. Den Swain hat man auch gespielt. Ja, Swain ist schwierig gegen Victor in der Lane, aber dürfte hier auch sehr, sehr gut funktionieren. Ich bin gespannt, was man hier wählen wird. Und Sylas wäre natürlich auch noch eine Option. Aber auch da, schwierig gegen Victor. Natürlich mit Sejuani umso besser, da du dann noch einen Melee aus der Mitte heraus hast, um deine E-Passive zu verteilen. Der Sylas wird zumindest gecovert. Auf der anderen Seite wird jetzt Vayne gepickt. Vayne eigentlich nicht mehr so gut in der Meta. Ja, sie hat natürlich noch dieses Scaling, hat True Damage, was sie sehr, sehr, sehr eklig macht. Aber eben, ja, eine schwierige Laning Phase auch. Und dass man da wirklich Scaling reinkommen muss. Bin ich gespannt, wie man die auf der Botlane ausspielen wird auf Seiten von Fun Team 300. Und der Sylas ist der Login, also auch da, ähnliches was für Vayne gilt vielleicht, so ein bisschen schwierige Lane, könnte aber in den Teamfights gerade mit diesen Ultis auf der anderen Seite richtig, richtig gut reinballern. Und jetzt noch eine Lulu dazu, also auch die Drafts von River runter gefallen mir sehr, sehr gut. Ich finde so Double Frontline theoretisch eigentlich immer nicht ganz so gut, aber Tanks stehen ja momentan sehr, sehr gut da, wenn man mal so ein kassante Fullbit auch erlebt hat, wie viel Damage der noch macht. Gleiches gilt auch für Sejuani, gleiches gilt für Ornn. Das sind Tanks, die in der Meta sind, die wir auch in den Worlds häufig gesehen haben. Sejuani da ja sogar sehr, sehr versatile auch noch
auf der Top-Lane unterwegs. Auf der anderen Seite hat man jetzt aber die Yuumi auch noch offen gelassen. Wie da auch gesagt, hätte man, glaube ich, aus den OP-GG jetzt nicht so krass erscouten können auf Seiten vom Projektor. Aber sehr, sehr eklig. Hat sich in der Division 4 Cast so ein bisschen als Pick or Bun rausgestellt. Gerade mit diesem ekligen Ludens-Bild. Sowohl auf Seiten von InSport bei IOTA schon gesehen, aber auch gegen Kappa. Ja, also sehr, sehr gute Drafts auf beiden Seiten. Auch Stichwort Scaling. Sehe ich hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen, gerade mit dem Ornn. Mit Sivir Lulu hast du hier sind sehr, sehr gutes Scaling. Auf der anderen Seite hast du aber auch Victor Vayne. Also, ich bin gespannt, wenn es hier wirklich 30 Minuten plus wird, wer alleine, wenn es nicht mehr um den Gold Difference geht, wer hier die Nase vorn hat. Also, ich glaube, da kommt hier sehr, sehr viel auf Execution in den Teamfights an oder eben auf der Laning Phase, wo ja schon mal so ein Snowball passieren kann. Man eben ein Lead hat. Und es dann eben nicht mehr heißt Scaling gegen Scaling, sondern das eine Team ist in Gold, in Items vorne. Und ja, wie gesagt, geile Drafts, Top-Lane. Gehen wir nochmal so Top-to-Bot runter. Ornn gegen Malphite in der Lane, dürfte Ornn die Nase vorn haben. Malphite hat zwar mit dem Grasp auch Möglichkeiten, noch ganz okayisch gegen zu traden, aber mit dem Brittle Prox, mit dem Knock-Up hast du da einfach mehrere Tools. Und vor allem auch der Sustain. Gerade Malphite hat anfangs noch Mana-Probleme, wird vielleicht noch für die Tier gehen. Aber Ornn kann sich auf der Lane Items bauen, hat mehr Sustain, dürfte hier Malphite überleben, sozusagen. Ja, und beide Jungler können sehr, sehr aktiv auch sein im Early Game. Also gerade Jarvan ist ja der Early Ganker immer noch Nummer 1, kann man Level 2 ganken als Überraschung, Level 3, da bin ich aufs Parfing gespannt. Von Tears, denn er hat ja, wie gesagt, den Wallswap verzogen. Aber wenn man einen Blick auf die Tabelle guckt oder auf seine OPGG auch, schon mit Erfolg. Also da hat der Jarvan schon einige Male gut funktioniert für Team 300 White. Na, Sejuani. Boss natürlich auch Vayne. Ich hoffe, da nimmt man Cleanse mit. Mit dem Glacier Prison hat man natürlich auch immer sein gutes Tool, um PC zu lockdownen. Kommt selber aber aus dem Kataklysmus, zumindest schon mit Sejuani und mit Sylas, wenn er eine E trifft, natürlich auch raus. Ja, Mitte wird ein bisschen rough. Melee gegen Range ist immer sehr, sehr eklig. Victor muss man natürlich klein halten. Möglichst wenig Inten gegen ihn early, denn gerade mit den Upgrades, mit den Evolutionen seiner Skills kann er da schon profitieren von im Early Game. Ähnlich wie eine Kayn, die möglichst viele Stacks, möglichst Skirmishes sucht, will auch Victor Early Kills oder Assists finden, Takedowns insgesamt. Und das gilt es eben zu verhindern. Und dann hat Sylas eben hier insane Ultis. Also selbst wenn Malphite Ultima nicht zur Verfügung steht, hast du hier noch Chaos Storm und Kataklysmus, die beide sehr, sehr gut sind mit dem AP-Scaling, dann auch reinschallern werden. Und ja, Sylas immer noch eine Konstante. In den Worlds haben wir oft das Matchup Sylas gegen Akali gesehen. Sekka da auch eine Sylas-Leistung, die in den Geschichtsbüchern wahrscheinlich genannt werden wird. Und auf der Botlane, ja, Vayne, Yuumi. Synergiert meiner Meinung nach an Picks an sich jetzt nicht so ganz gut. Also dein Yuumi Poke, du bist sehr low range auf Seiten von Vayne, hast jetzt auch nicht so einen Poke, den du contributen kannst. Wie zum Beispiel eben die Sivir, die mit der Q, mit dem Boomerang ja selber für Poke suchen kann. Aber Yuumi bringt eben Sustain mit dem Loons Build, dann später auch dieser ekelhafte Q-Damage. Wobei du dann hier natürlich drei Frontliner hast mit Sylas, mit Ornn. Mit Sechu, also hier hast du auch so ein bisschen Protect the ADC-Comp auf Seiten von River runter. Dann noch nur Lulu dabei, die einerseits ja auch den Engage von Team 300 so ein bisschen denyen kann mit dem Polymorph. Aber eben auch, auch nochmal die Sivian nebenhält, unterstützt. Einfach mit E und W permanent auf buffed in der Backline. Also ich... Wie gesagt, Draft-wise sehe ich hier kein Team so wirklich vorne tatsächlich. Also sonst immer sage ich ja, hey, der Draft gefällt mir besser, der Draft gefällt mir besser. Hier würde ich wirklich von einem ausgeglichenen Draft sprechen. Ich habe hier aber von Anfang an den Sylas gecallt, als der Malphite rauskam. Von daher würde ich hier River runter so ein bisschen den Draft geben durch den Sylas. Bin gespannt, wie es natürlich dann, wie gesagt, in den Teamfights geht. Und wir schauen mal, ob wir dann noch was im Overlay verändern müssen. Ansonsten gehen wir jetzt hier natürlich sofort in-game. Ah, ich glaube, Blue Side habe ich auf. Zurecht. Gehabt. So. Ja, ihr hört schon die Katze springen. Beziehungsweise sich bewegen und eifrig auskommen, wobei Pinks will ich wieder.
Hebeln wir mal. So, Five-Man Defense auf beiden Seiten. Zwei sehr defensive Ward im River, von River runter. Ah, Lücke mit der E. Den ersten Spell Thief Proc von Projektor. Disengaged, also der erste kleine Mental Edge hier. Auf Seiten von den Sport. Und jetzt hat man einen Ward gesetzt. Auch bei Jarvan Richtung gegnerischen Blue Buff. Ich denke, beide Jungler werden hier auf Topseite anfangen. Auf die Tanks hochzuspielen. Denke ich mal nicht. Die finden sich auch das erste Mal. Und wir sehen, Helgo hat sich hier für einen Komet auf der Top-Lane entschieden. Also so ein bisschen mehr die Ansage, hey, ich will den Malphite eigentlich nur poken mit meinem Q, mit Mana Flow Band stacken. Und dann macht es auf jeden Fall deutlich mehr Damage auf dieser Long Range mit der Ultimate als eben das Grass-Build. Aber in diesen Melee-Trades, auf denen man sich ja finden wird, denke ich mal, da wird man ein Problem haben. Und jetzt hat man sogar noch einen Lance, das heißt, Ornn kriegt hier auch den First Ward, wird nach der ersten Wave Level 2. Mal schauen, ob er das noch irgendwie abusen kann. Jarvan startet tatsächlich hingegen solo am Red Buff. Ja, Corrupting Potion natürlich dann auch dabei. Für Helgo. Wahrscheinlich Time Warp Tonic und Cookies in den Runen dabei. In der Mitte sieht man das gleiche bei Anuxa. Da hat man sich fürs Ignite entschieden, was ich ein bisschen ungewöhnlich für einen Viktor finde. Da hätte ich mir eher das Flash Ghost gewünscht. Oder eben TP auch auf deiner Seite für Lücke. Hast du diesen extra Mana Summoner Spell im späteren Verlauf? Gerade für die Sidelane dann sehr, sehr wichtig. 1-3-1 könnte man auf beiden Seiten spielen. Also da hast du gerade mit Viktor, mit Silas potente Sidelaner. So, Jarvan mit dem Full Clear gleich fertig. Wobei hat er die Raptoren stehen lassen. Entscheidet sich jetzt nochmal so zu machen. Ein kleiner hat überlebt. Deswegen ist man hier schon tempo-weiß im Jungle behind. Jarvan kommt gerade erstmal bei den Wölfen an. Cetru hätte gleich entweder Crux oder dann die Möglichkeiten, früh für die Botlane Botside River Scuttle zu gehen. Oh, Cheetah Recall auf der Botlane, so wie es aussieht, ja. Na, hätte ich mir eher gewünscht, dass man vielleicht im Push noch eine Wave ausnutzt, um die Scuttle für Cetru Ani zu securen. Aber der Call kommt wahrscheinlich durch. Hey, ich mache hier Full Clear, bin noch bei meinen Crux und dann schaue ich mal für die Scuttle oder gehe dann einfach schon mal für einen Gank in der Mitte und nach oben. Denn Anuxa sehr, sehr weit am Pushen, aber Lücke wird so ein bisschen gebaitet reinzugehen. Auf der anderen Seite, das Ignite kommt raus, somit Flash für Ignite, der Trade in der Mitte. Air Worth natürlich für den Viktor. Da hätte man, ja, nicht für den Engage, für die E suchen müssen, es sei denn, Cichu wäre around gewesen. Aber guter Ward dort auch früh. Cichu Ani wird gespottet. Also das Jungle-Tracking hier von Team 300 sehr, sehr gut. Jetzt Kal Gaming dann also für Super Saiyajin. So, Toplane, Helgos letzte Corrupting Potion tickt. Auf der anderen Seite hast du eben noch zwei Cookies und eine Potion. Dumbledore hat sich auch schon das erste Ruby Crystal gebaut. Knock-up gemisst, aber Brittle W Proc kommt raus. Und Helgo ohne Mana muss jetzt versuchen, irgendwie den Push hier durchzukriegen. Auf der Botlane, The Colony mit dem ersten Gankversuch. Jarvan wäre auch around, aber der Tumble nach vorne ohne Yumi auf sich mit dem Exhaust. Es wird geheilt. Super Saiyajin muss jetzt aber selber aufpassen. Aber noch ein Spell-Shield. Nein, das war aber auch nur eine einfache Q von Tears. Weiß ich nicht, wieso da keine EQ-Combo rauskam. Somit Super Saiyajin mit dem Flash und Flash Exhaust, also getradet für Heal und Flash auf dem ADC auch. Der Push-In wird secured. Das Ganze ohne weitere Folgen so wirklich. Also schauen wir mal, was jetzt die nächste Zeit bringt ohne Sums. Wir sehen, auf der Top-Lane kam das TP raus. Da hat man sich gegen eine Tier entschieden, sondern auch für Dubby Ruby Crystal. Ja, hilft natürlich ein Set, der sehr früh gut ist. Gerade für Tanks ist Health early zu haben. Auch so ein bisschen Bread and Butter. Ja, Dumbledore hält tapfer noch die Wave vor sich.
Hat natürlich jetzt den Tipp hier Advantage, kann aber natürlich auch hoffen, dass Sage Around kommt, aber wieder ein guter Ward, also defensiv, die Wards gefallen mir von Team 300 hier sehr, sehr gut, entschärfen eigentlich alle Möglichkeiten, die Sage Arnie bietet. Fand ich aber auch gut, dass man sich davon nicht beirren lässt, von Mitte dann auf die Botlane geht und da versucht was zu machen. Dann der sehr fragwürdige Tumble von Flash of Mercy, Tier hat kein Smite, The Colony hat kein Smite, aber Tiers kriegt hier die Scuttle, kleiner Gewinn. Und da ist man jetzt im Jungle auch schon gut. 10 CS. 10 CS in front. Ah, gute Trades von Dumbledore jetzt. Wie gesagt, Helgo hatte ja schon seinen Recall. Erfahrungstechnisch ist er hier trotzdem ahead. Beziehungsweise wahrscheinlich dann eben durch den TP. Wobei auf der anderen Seite war es ja die ganze Zeit in der Lane. Ah, du hast jetzt auch den TP eingesetzt von Dumbledore. Okay. Aber jetzt beide Level 6. Auf Viktor, sehr, sehr deep mit dem Pink Ward, wird gleich ausgespottet. Und dann könnte eigentlich die Botlane und Lücke drauf rotieren. Aber ich glaube, Viktor hat man nicht gesehen, sonst hätte man vielleicht mit Colony wirklich drauf engagen können. Ah, sehr lucky für Anuxa hier. Ein bisschen schade für Sechu, dass man da den Viktor nicht gespottet hat. Jetzt zeigt der Viktor sich aber, Javan ist deswegen aber around. Und Lücke muss ein bisschen kommen, ist im Gravity Field gepunkt für Colony. E-Passive kam raus auf Anuxa und das Ganze entschärft sich hier. Aber eine Deep Pink Ward hat man gesetzt. Die E vorbei. Und vielleicht jetzt die Möglichkeit zu re-engagen. Aber die Level 6 nur auf Lücke und auf Dumbledore. Das heißt, Colony, kein Glacial Prison zur Verfügung, aber auch kein On the Hunt. Der Drake dürfte trotzdem an Hinspot gehen. Ja, und wir warten weiterhin bis aufs First Blood. Minute 7. Sehr intensives Game. Gold Lead hier noch wirklich bei keinem Team. 200, ja, 100 Gold trennt die beiden Teams. Können wir gucken. Vayne, CS und, schon hoch. Aber Toplane natürlich genauso. Der Flash von Anuxa, Chaos Storm kommt durch. Auch der geklaute Chaos Storm von Lücke. Aber für Colony muss sogar auch Victors Chaos Storm hier flashen. Weiß ich gar nicht, ob das so notwendig gewesen wäre. Wahrscheinlich better safe than sorry. Ah, Toplane, gute Trades. Kommt da gleich das Ornhorn durch, dann könnte es ein Dive werden. Natürlich muss Dumbledore hier noch die Unstoppable Force von Helgo respektieren. Und Javan wird jetzt auch nicht respektiert, so wirklich. Oh, Condemned, schön auf Lavie. EQ allerdings gefailed. Exhaust kommt raus auf beiden Seiten. Ja, und Tears steckt hier auch sehr viel Damage ein. Von Super Saiyajin, der spürt sein Momentum, hat aber wenig Mana. Ist hier auch Cleanse gegangen, das spüre ich noch nicht so wirklich auf Seiten von Super Saiyajin. Eigentlich hier nur die Yumi Ultimate und natürlich das Gravity Field, was du cleansen kannst. Aber wenn du in den Gravity Field bist, ist es eigentlich auch schon zu spät oder darfst du eigentlich nicht. Von daher hätte ich mir hier eher noch einen Heal gewünscht für Super Saiyajin. Okay, Condemn in der Wand kannst du auch noch cleansen. Bärenkönig raidet mit 4 Personen, Dennis. Vielen, vielen Dank. Go in, go in. Ich hoffe, du hattest einen erfolgreichen Climb am letzten Abend sozusagen oder vorletzten. Dann nochmal ein bisschen geclimbed. Und wir sehen auch schon Ruby Crystal auf Projektor. Also wird es nicht die klassische Ludens Yumi. Und das finde ich ein bisschen. Bin ich nicht so der größte Fan von. Also ich finde Ludens Yumi einfach sehr, sehr disgusting. Da dein Poke gewinnt da schon die Fights vor den Objective Trades. Apropos Objective Trades, Herald wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Natürlich auch mit den beiden Enchantern nicht so die Möglichkeiten, nach oben zu roamen. Super Saiyajin. Ah, The Colony guckt vorbei. Jetzt auch Level 6 geworden auf beiden Junglern. Top Lane ist man für den Recall gegangen auf Seiten von Dumbledore. Lücke hätte wieder Flash zur Verfügung jetzt. Zieht sich aber auch weise von der Wave zurück. Ja, also, spannendes Game. Es ist wirklich nicht gerade. Also, das Spiel schläft von der Spannung, um es mal so zu sagen. Wann wird das First Blood hier gefunden? Wir haben sehr, sehr viele Sums in Einsatz schon gesehen, aber auch, einige Sums, die wieder abgekommen sind, ohne dass dieser Cooldown irgendwie Effekte, Folgen, Konsequenzen hatte. Lücke jetzt aber mit dem Engage auf Anuka und der ist eben noch flashless. Gravity Field gut gesetzt. E-Passive kommt aber durch. Chaos Storm macht Damage, aber nicht genug. Lücke entfernt sich jetzt auch. Colony kann die Ultimate tanken. Sehr gut gemacht. Und dann ist es doch eben auch ein bisschen einfach,
oder zu einfach für Loco auf Anuka raufzukommen. Und auf der Botlane Ultimate eingesetzt von Flash Outer Mercy. Aber Super Saiyajin kommt ja auch ohne Ultimate, ohne Samana einfach dort raus. Und ja, jetzt ist man am Herald natürlich. Lulu wurde auch nach oben geroamt. Sehr schön. Reaver runter jetzt die Map bespielt. Und Yumi hat sich auch kurz in die Mitte begeben. Geht jetzt aber wieder auf die Botlane. Und es scheint, man moved hier zumindest erstmal in den gegnerischen Jungle. Red Buff und Raptoren sollte man auf Seiten von River runter oder auf Seiten von The Colony im Jungle verlieren. Aber der Herald, der bringt natürlich gleich nochmal Gold. Schade, dass das First Blood nicht auf den Silas ging, sondern auf die Seju Ani. Ja, und oben sieht man aber dieses schlechte Matchup, was ich erwähnt habe. 40 CS zwischen beide Tanks. Also da hat jetzt der Ornn auch, ja, ein tausender Goldlied alleine durch Farm. Das ist kein schönes Matchup. Und wie gesagt, Comets hilft hier im Mini-Matchup nicht so wirklich. Und ja, Ornn gefeedet durch CS ist natürlich auch gut. Stichwort Scaling, Stichwort Ornaments, Yumi Ultimate ins Nichts. Aber da kommt das Kataklysmus raus. Man hat keinen Flash mehr. Wildgrove, man hält sich noch ein bisschen an Leben. Super Saiyajin versucht zu kiten, versucht Damage anzukriegen. Lücke mit dem E-Flash nach vorne. Wird auch geflasht von Sivir. Hat jetzt Kataklysmus geklaut, aber da ist Anuka. Aber der Flank ist gefährlich, denn da kommt auch Sejuani, die noch Ultimate hat. Q erstmal nach vorne. Victor versucht noch Super Saiyajin zu kriegen, aber das wurde gespellsheet der Laser. Sehr gut gemacht. Jarvan versucht jetzt auch noch irgendwie rauszukommen. Blue Smite kam raus. Exhaust auf Lücke. Die E, da kann er, glaube ich, froh sein, dass die nicht connected hat. Die wäre ein bisschen deep gewesen. Aber wieder ein gutes Play. Man kriegt den Victor, der ja ein bisschen naiv dort in den Shockpoint flanken möchte. Nicht weiß, was im gegnerischen Jungle sich befindet. Und dann kommt eben The Colony. Und dann hat man gute Ultimates. Ich habe mich eigentlich gefragt, wo kam denn die Seju Ani Ultimate? Die hat man hier noch ready. Hätte ich mir vielleicht gerade irgendwie noch gewünscht auf Fresh Out of Mercy. Aber ja, viele Sums geburnt, auch eher auf Seiten von Team 300 Whites auf der Botlane. Wir sehen es, kein Sum mehr ab. Auf der anderen Seite hat man nur das Exhaust für Lavi verbraucht und sein Flash ist gleich wieder ab. Der zweite Drake geht als Belohnung auch noch oben drauf. Herald, man geht jetzt zusammen in die Mitte. Anuka. Ah, man hat, wie gesagt, noch die Seju Ani Ulti. Man könnte den Victor auch vielleicht diven. Die Seju Ulti wird gezogen. Allerdings hat er den eigenen Flash noch ready jetzt doch. Und der Polymorph, der kam auch noch raus. Herald wird trotzdem gezogen. Ja, und Super Saiyajin, der will einfach mal ins 1v1 gehen gegen den Victor. Yumi on the way auf mit Tears in der Mitte, das zu deffen, diesen Herald. Ah, und auf der Botlane muss Vayne aufpassen. Da kann Lücke ihn auch jetzt schon angehen. Ah, die E aber schön weggetumbelt. Das war mechanisch gut von Fresh Out of Mercy. Hunderter Gold Lead jetzt trotzdem für 300. Right, unten kommt die Ultimate raus. Lücke droht gedived zu werden jetzt auch. Mit Tears und Yumi unterwegs. Aber da verzieht er sich. Das ist sehr, sehr schlau. Man hat jetzt auch am 2 Busch unten den Jarvan gespottet. Na, und Toplane sehr, sehr ruhig. Noch gar keine Interaktion von irgendeinem anderen Champion. Also das ist hier wirklich die Insel, wie man sie kennt. Botlane nimmt Blast Cone, um vielleicht auf Tears zu engagen. Tears geht aber rein. Im Kataklysmus sieht der Yumi auf sich. Aber da ist niemand anderes around. Die Vayne war noch auf der Botlane. Trotzdem reicht die Yumi Ultimate, um das hier zu disengagen. Und man hat sogar Lavils Flash bekommen. Also dieses aggressive Play sogar nicht gut aufgegangen für River runter. Oh, Lavil, super low. Kriegt man den letzten Auto-Tag? Nein, Flash Out of Mercy kriegt aber komplett die Kuh ab von Super Saiyajin. Der Flash nach vorne, Condemn kommt raus. Aber da ist eine Colony. Kann man irgendwie diese Vayne noch retten? Nein, wird einfach totgesmited. Sehr gut, beziehungsweise wieder ein bisschen naiv in der Frontline gewesen von Fresh Out of Mercy. Es war natürlich lucky für Lavil, der hier super knapp überlebt. Insgesamt hat man aber auch schon einen 30er CS-Lead, der sich auch nicht wirklich closen wird hier unten. Also Vayne hier vielleicht sogar noch das Hopium von Team 300. 900 Gold über Super Saiyajin.
die nächste Ultimate, die fliegt aber nach Tambuktu. Gut gedodged von Anuka, beziehungsweise nicht gut geworfen von The Colony. Der tankt jetzt hier den Tower schon viel zu lange. Man hatte von Lücke keine Ultimate ready, keine geklaute. Die folgt jetzt noch Anuka ein bisschen verspätet. Und es reicht, damit er lebt. Und ja, das war zu overaggressive in der Mitte von The Colony. Da war Victor ja eigentlich schon unter dem eigenen Tower. Trotzdem engagiert man auf ihn. Und dann hat man auch noch keine wirklichen Mercs. Ich glaube, man geht sich auch eher für die Ionia Boots auf der Seju. Aber ja, das Gravity Field kann hier eklig sein. Tambuktu, wer kennt es nicht? Ja, Tam Kenshi wohnt da. Oh, aber Flash Out of Murty wird exhausted. Das Exhaust wird geklänzt. Die Q trifft trotzdem von Super Saiyajin. Man kommt aber nicht hinterher. Hat auch hier schon Shieldbow completed, was nicht geprockt wurde. Ja, und immer noch 16. Minute. Man hat natürlich diese zwei Drakes, die hier sehr, sehr gut tun auf Seiten von River runter. Aber Gold-Weiß ist man wieder dead even, beziehungsweise kleiner Gold-Lead. Natürlich mit den 3-2 Scoreboards so ein bisschen begründet und diesen insanen Top-CS-Diff. Das Geld Dumbledore fröhlich vor sich hin. Ja, echt. Was ist das, wenn wir noch gar nichts gesehen haben? Keine Interaktion beider Toplaner, irgendwie Roamings, TPs, Gangs, Fehlanzeige. Das ist hier wirklich Barbados gegen, keine Ahnung, Hawaii. Aber jetzt vielleicht mal Tears mit Yumi around. Kataklysmus auf Dumbledore wird geflasht. Der erste Gank, also die erste Interaktion in Minute 17 auf der Toplane. Und mit der Yumi geht man jetzt vielleicht für diesen zweiten Herald. Auf der anderen Seite in 30 Sekunden kommt aber der Drake up. Der wäre natürlich hier auch wichtiger für River runter. Das Setup sich dort zu securen. Vayne ist alleine im River, wird jetzt auch ausgepinkt. Lücke muss allerdings die Midlane auch natürlich diesen Push von Victor beantworten. Aber man hat Vayne gefunden im River mit On the Hunt. Muss rausflashen. Kommt man da noch irgendwie hinterher? Die Q schallert rein. Sheepo wurde geprockt und Super Saiyajin sollte genug Leben haben, um Vayne zu töten. Und das sollte der dritte Drake sein. Man ist auf Soulpoint. Auf der anderen Seite versucht man, die Crossmap-Antwort jetzt zu finden. Mit diesem Toplane-Push. Herald hat man im Gepäck. Aber da teilst du dann das Gold mit Yumi und mit Malphite. Das ist absolut da gar nicht, wo du die Ressourcen reinhaben möchtest. Die möchtest du in Victor und in die Vayne. Deswegen verstehe ich nicht, wieso du deine Carries hier weaksidest auf Seiten von Team 300. Aber natürlich als Tempo, als spontane Reaktion sozusagen auf das River-Runter-Play im Bot-Side, auf der Bot-Seite ist das schon verständlich, aber trotzdem meiner Meinung nach falsch. Ah, zweiter Charge wird auch verteidigt. Und Dumbledore, man sieht, wie tanky er ist. Lücke findet die Yumi alleine. Flash, Ultimate kam raus von Malphite, aber das ist ja auch die geklaute Silas-Ulti, beziehungsweise Malphite-Ulti für Silas und zwei Quick-Kills auch auf der Top-Seite. Da kannst du als Yumi nicht alleine so rumlaufen. Der T1 in der Mitte wird auch noch gedefft von Colony, also wieder gute Plays für River runter und so langsam reißen das Spiel an sich. Askrobot setzt 6-2 in Kills und eben drei Drakes, die hier sehr, sehr gut sind. Gerade die Hextech Soul für Sivir super, super gut. Hat jetzt sogar Anthem Dancer for the Smithic completed. Ich bin kein ADC Main, kann das nicht so gut bewerten, aber interessante Entscheidung, die hier von Boris angeleiert wurde wahrscheinlich. Dann die Dore Level 12, da braucht man noch zwei Levels, bis man das erste Ornament abgeben kann. Also ja, wie gesagt, Scaling habe ich hier so ein Fragezeichen bewegt. Aber Lavil, ebenso wie Yumi mit dem Fehler, Condemn ganz knapp nicht in der Wand. Und das sollte hier reichen, dass man noch überleben darf. Ah, es darf eigentlich auch nicht passieren, dass die Lulu aus dieser Geschichte so leicht rauskommt. Aber wie gesagt, knappe Geschichte an der Mauer dort. Lavil kennt auch nichts, geht hier Frontline mit Lulu. Ah, Victor hat jetzt schon gut Damage am Start. Ist 30 CS über Silas. Der hat natürlich aber seinerseits zwei Kills und zwei Assists. Auf der anderen Seite aber Needlessly Large Rod. Da geht man wahrscheinlich Richtung Shadow Flame als zweites Item. Ja, und spätestens dieser Soulfight wird wahrscheinlich der erste so richtige Teamfight werden. 5 on 5.
Ah, Nuxa jetzt mit Tears of the Botlane. Man groupt zu viert herum. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, sich erstmal hier von diesem Druck, den River runter aufgebaut hat, zu befreien. Ja, will man dieses 2v2 spielen, ist die Frage. Lücke lurkt noch around. Seju allerdings am Camp möchte das anscheinend hier nicht spielen. Und wieder der Versuch in die Mitte auf Anuka zu engagen. Wieder eine ähnliche Situation wie vorhin jedoch. Ist Anuka jetzt in der Mitte auf der Lane, steppt sogar in die eigene Minion-Wave rein, fühlt sich da sehr, sehr sicher. Der Flash kommt früh raus, man hat immer noch die Seju-Ultimate, die kommt hinterher, secured den Kill auf Lücke. Sehr gut gemacht, dieser Midlane-Druck von Colony lässt sich da nicht beirren durch den Fell-Gank vorhin unterm Tower, wo Anuka das noch outplayen konnte. Dieser Step nach vorne. Ah, sein Todesurteil. Vielleicht die Möglichkeit, diesen T1 Tower zu siegen, die Map weiter zu öffnen. Wir haben noch keinen Tower Down, außer auf der Top Lane mit dem Herald, den man ja auf Seiten von Team 300 Wild eingesetzt hat. On the Hunt. Man will Vayne jagen. Condemn gegen die Wand. Das TP kommt durch, aber Call of the Forge Guard und wird tot gehauen. Und Helgo jetzt natürlich im Awkward Spot muss ebenfalls seine Ultimate defensiv einsetzen, aber Lücke ist around, hat die Ultimate selber geklaut, der T1 Tower hat nur noch 10 Leben. Schafft man es noch irgendwie auf den Malphite hier raufzukommen? Aeroforce, schöne Kombos von Lücke, aber der Damage, der ist mit Aeroforce und Sonja Teil-Items noch nicht so ganz hoch. Ihn alleine. Aber auch River runter mit ungewöhnlich oder ja, mit wenig Fehlern im Game. Ich will nicht sagen, dass es ungewöhnlich für sie ist, aber in diesem Matchup, was lange Zeit ruhig war, ungewöhnlich, dass man jetzt so das Game doch dominieren darf. Hat hier wirklich von einigen Fehlern auf der anderen Seite profitiert. Lücke wieder, Double Knockup, Knockup City gegen Tears. Trotzdem kommt er noch raus, da fehlte so ein bisschen der Damage. Das ist ja so ein bisschen die Schwäche dieses Drafts, dass man low on Damage ist, gerade mit Lückes Itemization. Und jetzt kann Vayne natürlich auch Front-to-Back spielen, sobald man dort einen Member gefunden hat. Ja, Vayne ist noch gar nicht da. Es war Tears, der da noch rankam. Aber 26 Sekunden vor dem Break dann Colony abgeholt zu haben. Samdidore nochmal mit einem kleinen naiven Backport. Aber auch das wird nicht wirklich bestraft, beziehungsweise kann richtig bestraft werden. Ja, aber wichtig für Team 300, dieser Kill. Bisschen zu weit vorne, Lücke über die Wand, kein Follow-up möglich für Sivir gerade. Für deine Damage-Quelle und somit der Drake. Ah, mit dem Hextech-Portal kommt man nah ran. Der Drake bei 5k. Sejuani ist around. Wird's der Steal von Colony? Wird's hier die Magie? Und der Jarvan, der hat aber das richtige Smite parat. Colony tankt ihn noch sehr, sehr lange. Lücke jetzt auf Vayne drauf, aber alleine. Victor ist ja auch noch ein schönes Stopwatch. Exhaust kam durch. Lavil in der Backline. Jetzt mit den Buffs auf. Super Saiyajin, der Knockup. Nur gegen Tears kann man immerhin den Jungler jetzt abholen. Dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, zum Nash zu gehen. Ah, Nuxa mit dem Blue Buff kann hier nochmal gut Poke finden, aber ja, oh Wunder, keine Kills in diesem Teamfight, beziehungsweise dann eben Contest-Stil-Versuch auf Seiten von River runter. Gutes Smite von Tears, also auch da natürlich so ein bisschen beim Roadswap in den Jungle, wo man erstmal sich dran gewöhnen muss. Smite-Fights ungeheuer wichtig. Bei Worlds Finals was anderes gesagt haben, aber Normalfall sind eben, ja, solche Smiles auch manchmal game-entscheidend. Und wenn man hier schon die Soul sich secured hätte, dann wäre es wieder so ein Momentum für River runter gewesen, die ja erstmals vorhin diesen Teamfight verloren haben, beziehungsweise, ja, weil nicht eben der richtige Teamfight, sondern ein bisschen over-eager engage auf Seiten von River runter. Das sollte man jetzt unterlassen, vielleicht noch auf die Ornaments warten, auf das IE für Sivir, denn sie ist dann Crit Heavy Carry, sie braucht diesen 3-Item-Power-Spike auf der anderen Seite. Auf Seiten von Vayne nicht so, wobei sie da immer noch krass behind ist. Die CS-Lücke, wie man ja zwischenzeitlich mal 30 CS hatte, wurde auch geschlossen. Ja, 2k Gold Lead, 3 Drakes. Ansonsten immer noch Everybody's Game, so gefühlt. Der erste Tower für River runter auf der Botlane jetzt auch bekommen. In der Mitte und auch auf der Toplane. Die beiden T1 sehr, sehr wenig Leben noch.
Ja, und ich muss sagen, für Div 6 sieht das hier insgesamt schon sehr, sehr gut aus. Hohes Niveau. Auf Seiten von Team 300 waren einzelne Positioning-Fehler noch beobachtbar. Das ist ja auch der Grund, wieso hier River runter im Lead ist. Ansonsten, ja, macht es hier Spaß so zu gucken. Mal schauen, wie es weitergeht. All Out, Fresh Out of Mercy hier schon sehr, sehr weit vorne. Weiß aber natürlich, dass man da Unterstützung around hat. Schönes Blue Ward von Super Saiyajin. Spottet Jarvan und Yumi auf. On the Hand wird eingesetzt. Von oben kommt der Ohren. Schöne Ultimate allerdings von Helgo. Gebart mit dem Kataklysmus. Die Backline wird allerdings angefangen von Lücke. Sehr guter Flank. Kommt vom Botside River auf Vayne drauf. Und da hat man sich zu sehr auf den Engage konzentriert. Trotzdem Gravity Field und Chaos Storm im Chokepoint. Anuka macht hier tons of damage. Der einzige Überlebende jetzt nur noch. Allerdings. Und es ist alleine 1 gegen 2. Gravity Field, die Cooldowns kommen wieder. Lücke, eine schöne E, um das Stunfield zu entgehen. Und geht trotzdem nochmal rein. Der Flash, E nach vorne mit 5 AB von Dumbledore. Man tradet die beiden Leben. Und somit der einzige Überlebende. Lücke, 77. Ah, der Teamfight sah so gut aus mit Lückes Flank auf Fresh Out of Mercy. Zuvor natürlich super Engages. Helgo mit einer 4-Mann-Ultimate. Dann Kataklysmus hinterher. Wirklich eine Böller-CC-Kombo. Aber da kommen auch deine Carries trotzdem nicht hinterher. Wir haben eine Chaos Storm ein bisschen verzögert gesehen im Shockpoint. Da hat man natürlich nochmal sehr gut durchgeschallert, aber wenn das in diesen Initial-Engage gepaart gewesen wäre, wäre es noch ein bisschen besser gewesen von Team 300 und natürlich Vayne, die sofort rausgeschottet worden ist. Gute Arbeit von Lücke. Man sieht diesen Seilers, wie gesagt, aus dem OPGG gar nicht so ersichtlich, aber solche Picks wie Malphite sind schon naiv durchzuführen und dann hatte man dann die Möglichkeit noch in der zweiten Rotation den Silas rauszunehmen. Auch da hat man sich für den Xerath und Leblanc-Bann entschieden. Und ja, Lücke auf jeden Fall mein MVP bis hierhin auf Seiten von River runter. 703 und das 700er Shutter. Und das ist natürlich jetzt ein Bounty, das hier Team 300 White gerne eincashen würde. Gerade auf dem Victor nochmal. Der jetzt mit dem Void Stuff sehr viel Damage hat. Double Pen gegen die Double Frontline von River runter. Gefällt mir auch gut, das Item-Build. Natürlich noch ein bisschen anfällig, man hat keinen Sonyas, man hat keinen Banshees, also wenn man da auch irgendwie auf Anuka draufkommt, kann man ihn schon mal traumbursten. Und der nächste Teamfight, man findet den Knockup, trotzdem kommt EQ noch durch, wurde gebuffert. Ah, Laser, man poked, aber man sieht die Tankiness jetzt auch von Seju mit 2,5 Items und auch Dumbledore unterwegs zum Force of the Nature. Das wäre nochmal ein wichtiges Item, damit er auch diesen Victor nochmal tanken kann. Ah, und intense Situation, sind wir jetzt in der Mitte, die ist ausgepusht. Die Midlane, trotzdem, das ist hier bis jetzt ein Mexican Staredown. Wer pullt den Trigger? Helgo wieder mit der Unstoppable Force oder ist Dumbledore, der hier mal den Rambok rufen würde als Engage. Glacial Prison, Lücke hat wieder die Malphite Ultimate. Jetzt hat man so ein bisschen den Timer auf sich, wie ähnlich wie so eine Package. Natürlich da deutlich längere Zeit, aber True Colony wird hier gepokt. Würde ich mir eigentlich als drittes Item so einen Warmox eher wünschen, anstatt irgendwas aus Armor, was er da baut. Vielleicht ist Gargoyles. Ja, man sieht, der Poke ist effektiv, aber Lücke ist drauf auf den Victor. Ornod kommt hinterher. Wildcrow sorgt für den doppelten Knockup. Sehr gut gemacht. Hier ist jetzt in der Backline, aber deine Carries sind tot. Auch du hast kein Damage mehr mit Jarvan, mit Malphite und mit Yumi. Yumi hat keinen Ludens, macht kein Damage. Und das ist das clean Ace diesmal von River runter gegen Team 300. Ace. Und ja, absolut insaner Engage von Lücke. Anuxa ohne Flash vor diesem Fight. Und das war hier der Game Changer. Der Victor instant down. Und dann, deine Vayne ist hier nicht wirklich ins Game gekommen. Hat zwar Cheatbow mit Rageblade, aber ja, das ist kein Vergleich zu einer 2,5 Item Super Saiyajin Sivir mit dem ersten Ornament nochmal auf sich. Und das sollte jetzt hier auf jeden Fall der Game-Winning-Fight gewesen sein. Man kriegt einen Inip, man hat jetzt 8k, man hat die Soul sich damit erobert. Die nächsten Ornaments kommen ja mit jedem Level nochmal rein. Wir sehen, das Aerofrost wird auch geupgradet zum Eternal Winter, ja. Und der Eternal Winter ist jetzt auch vielleicht für Team 300 arrived. Anti-Heal auf beiden Supportern. Interessant auch, dass man dass Lavil hier Brutifier gerusht hat. Ein bisschen ungewöhnlich, dass er hier in Minute 30 noch keine Mythic fertig hat. Noch kein Chorelias. Support Gaming. Ah, Tears. Noch ein bisschen deep hier alleine.
hat Helgo zwar und natürlich die Yuumi auf sich, aber wie gesagt, das sind ja nur beide Tanks. Die Carries sind hier nowhere near. Colony hat wahrscheinlich schon seinen Finger auf R. Geht man hier für den Engage, aber jetzt ist Victor in der Backline, deswegen sucht man hier den Engage auf Seiten von Team 300. Lavi mit einem guten Flash. Malphite Ultimate down. Yuumi Ultimate down. Vielleicht der Re-Engage auf den Victor. Hätte man hier die Möglichkeit gehabt. Allerdings. Oh, der Orn TP'd sogar in die Mitte. Der Flank TP. Double Knockup durch die Ultimate. Triple Knockup durch seine E. Lücke wieder mit der Malphite Ultimate auf den Victor drauf. Chaos Storm kam zwar noch raus. Gutes Kataklysmus sperrt die Leute ein. Aber es nützt alles nichts. Man ist zu behind. Dieser Seil ist zu fett. Und auch Divya ist hier unstoppable. Und das ist ein super cleanes Game von River runter. Insgesamt, nachdem es so lange ruhig war in diesem Game, so lange intens war, dann doch explodiert. Und dann doch ein dominanter Sieg von River runter. Das Team sieht Division 5 ready aus. Das ist wirklich gutes League of Legends aus dem Hause in Sport. Ja, also ich habe ja gesagt, beide Comps gefällen mir eigentlich ganz gut. Ich habe so ein bisschen das Fragezeichen gehabt bei der Vayne, weil nicht mehr so richtig Meta, Ruffle Lane. Ich hatte ein Fragezeichen bei Lücke, auch eine Ruffle Lane Range gegen Melee. Wir haben den ersten Trade gesehen, wo er rausflashen muss, als er da in das Gravity Field mit dem Ignite Victor rein steppt auf der Top Lane. Ich habe es gesagt, schwieriges Matchup auch für den Malphite, da war es 30, 40 CS. Und natürlich sagst du dann im Tank-Matchup, hey, da brauchst du nicht viel Gold, du bist immer effizient. Ja, ist jetzt nicht so wichtig, dass der Orn da ein bisschen fett ist. Aber er kriegt eben dann auch dieses Scaling eher. Kommt eher in die Level, wird nochmal tankiger. Und ja, hätte mir vielleicht so ein Carry als Antwort besser gefunden. Auch der Shen, der ja gehovert wurde, hätte vielleicht gegen den Orn besser funktioniert von der Toplane aus. Du hättest Möglichkeiten, nochmal ein bisschen besser auch deine Backline zu peelen. Der Malphite will natürlich Engage mit der Ultimate. Beziehungsweise hat man das eigentlich ausschließlich für den Engage hier benutzt. Und dann lässt du deine Backline so ein bisschen alleine und keiner konnte die Carries peelen gegen diese Silas Engage mit der Malphite Ultimate. Das hat Lücke auch wirklich gut gemacht, hat sich auch dann auch adaptiert, als man den einen Fight auf die Vayne gegangen ist und trotzdem dann noch ja fast Ace für Ace tradet in diesem Teamfight, wo Victor der einzige Überlebende ist, noch richtig gut Damage macht. Seitdem hat man sich wirklich nur auf den Victor fokussiert, immer wieder die Malphite Ultimate geklaut, immer auf den Victor engaged, der es schon ein bisschen leicht gemacht hat, auch engaged zu werden. Gerade im River da, beim Drake-Fight, wurde er da schon ziemlich alleine angegangen. Da war er ein bisschen off-position, würde ich mal behaupten. Ansonsten hat es hier River runter einfach clean gespielt. Also ich würde es wirklich nicht mal auf den Draft so schieben. Wie gesagt, Malphite, Vayne haben mir nicht gut gefallen. Das waren auch so ein bisschen die Schwachstellen auf Seiten von Team 300. Die Vayne, die hier absolut gar nicht ins Game reingekommen ist. Wobei sie ein, zwei ja gute Situationen hatten mit der Ultimate und man hat so die Ansätze gesehen vom True Damage auf der Botlane auch immer wieder ganz okayische bis gute Aktionen gehabt, aber ja, dann hast du eben eine Sivir, die momentan in der Meta einfach stärker ist, gerade mit dem Crit-Build da nochmal richtig gut durchschallert, guten Peeling hat, on the hunt nochmal Utility mitbringt und da hast du einfach viel mehr als Team von einer Sivir als von einer Vayne und wir hatten natürlich Möglichkeiten, Lushinami wären offen gewesen. Der Orn war ja First Pick für River runter. Ich glaube, da hatte man mit Malphite Jarvan drauf geantwortet. Also jetzt nicht so die böllernden First Red Picks, die man ja eigentlich hier schon gerade mit einem Orn First Pick haben sollte. Gerade der Malphite ist da eigentlich ziemlich uncontested. Von daher hätte ich erwartet, dass man da irgendwas Krasses sich erpickt. Man hatte dann den Victor, aber auch da als Blind Pick. Ah, ein bisschen schwierig, der Victor Blind Pick. Den hat schon einige Teams auch die Games gekostet. Ich bin gespannt auf die Draft-Adaption. Wir wurden schon von die zweite Lobby eingeladen. Die Teams sind ready. Diesmal Team 300, die anscheinend sich für die Blue Side entschieden haben. Und ich schreibe einfach schon mal rein, dass wir ready sind. Mario Prime, 7 Monate. Schönes Game. Ja, auf jeden Fall. Also für 6 sah das wirklich sehr, sehr gut aus von River runter. Stehen damit jetzt 9-0 in der Tabelle, die erste Niederlage für die 300 White. Und ja, zum Schluss war es ja eine eindeutige Kiste, ich hab's gesagt. Es waren, ja, die ersten 15 Minuten ist eigentlich nicht viel passiert.
sehr viele Trades, sehr viele Skirmishes, aber eben, ja, kein richtiger Gold Lead. 2 Minuten werden hier noch von River runtergecallt. Ansonsten, White scheint hier ready. Und Kripma, nicht nur danke für dein Abo, sondern auch natürlich Glückwunsch für den Last Day oder Last Days Master Climb hier. Also auch Omega jetzt mit, ich glaube, den ersten Master Spieler beseelt. Könnte Master Jungler sein, bin ich mir auch nicht so sicher gerade. Mal vielleicht bei Omega kurz rein. Haben ja die Zeit. Tabelle. Da ist Omega natürlich schon so gut wie durch hier. Der Division 5. Lenny, ja. Der Jungler ist auch Master. 180 HP sogar. Appai auch Master bekommen. Glückwunsch auch dazu. Aber 0 HP, da sollte er hier ein bisschen aufpassen. dass er nicht noch droppt. Ja, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, für Innsport läuft diesen Split richtig gut. Nicht nur die Solo-Queue-Ränge der einzelnen Leute, gerade im Competitive, und beachtliche Climbs, beachtliche High-Elo-Leute dabei, sehr, sehr viel. Aber eben auch, ja, die Teams in der Prime League, die hier wirklich gut dabei sind, gerade in unteren Ligen auch, bei den Community-Teams. Wir haben gestern Last Second in der Division 7 gesehen, jetzt auch, ja, River runter. Und letzten Split hatten wir nicht ein einziges Div-6-Team, was aufgestiegen ist. Und das wird sich diesen Split dann mit River runter auf jeden Fall schon mal ändern. Die Leute sind ready. Wir gehen in die zweite Pick- und Bann-Phase. Ich bin super gespannt, was man hier jetzt adaptiert. Gerade auf Seiten von Team 300 und ob man sagt, ob bei auf Seiten von River runter, never change a running system, spielt dasselbe Lied nochmal. Ja, auch auf den Silas-Pick, ob man sagt hier, ja, der ist schon ult-abhängig. Wir schauen erstmal, ob wir den picken oder ob man sagt, Silas hat jetzt hier das Game so dominiert, wir gehen einfach auch mal Blind-Pick in der Mitte. Ja, und es gibt auch nur so wenige Ultis in-game, die richtig, richtig schlecht für Silas sind. Also eigentlich hast du da immer Probleme, selbst wenn Silas schon auf der anderen Seite early gepickt ist. Was pickst du da geben? Du musst natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Welche Ultis gebe ich diesen Champion? Bann weiß bis jetzt noch keine Adaption auf der einen Seite. Seraphine, Vladimir, auf der anderen Seite Belkos, Syndra. Und gerade war es, glaube ich, noch der Maokai, den man gebannt hat. Ja, also Bans ändern sich nicht. Pickt man hier selber den Ohren? Geht man selber für die Sivir First Pick? Was wird's hier sein für die? Und der Ohren wird sogar rausgebannt auf Seiten von River runter. Interessante Adaption. Welchen Pick hat man sich da offen gelassen? Ich glaube, ich guck nochmal, was der Klett man jetzt ausgetauscht hat. Geht man für den Klett-Blind-Pick? Ist man da so confident auf den OTP bei Helgo? Aber es wird der Amumu geflext, beziehungsweise erwartet man hier, dass es der Support-Pick ist für Team 300 Wild. Gerade oft gepaart mit einer MF. Mal schauen, ob wir dann eine MF von Fresh Out of Mercy sehen. Gucke ich auch nochmal kurz rein, ob man da eine MF gepickt hat. Weise beherrscht. Na, MF hat man auf jeden Fall schon mal gespielt. Der Solo-Key auf Seiten von 300. So, Sejuani gefällt mir gut, hat gerade sehr gut funktioniert und du flexst ihn ja selber noch, also Dumbledore gerade mit den Ohrenbann könnte ihn jetzt auch könnte den Champion auf der Top-Lane entführen. Und Sivir, ja, Sivir hat gerade auch sehr gut funktioniert, sehr, sehr safe. Gerade auch der angesprochene Amumu, Engage, Double-Q. Ist natürlich ein bisschen schwieriger zu blocken. Eben ein Spell-Shield, 2 Qs für Amumu, Big Muffs. Aber jetzt geht man nicht MF Amumu, sondern Caitlyn. Vielleicht der Indikator, dass man den Amumu doch auch in den Jungle schicken möchte. Ja, Caitlyn, erinnern wir uns auch an die Worlds Most Banned Champion, glaube ich, auf jeden Fall.
Dann gab es ja diese interessante Überlegung immer, Caitlyn offen lassen, ja, nein, bei den Worlds Finals. Dann hat man diese Caitlyn Lux, Lane denied und der Klett kommt raus. Also man hat hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Comfort jetzt im Gepäck bei 300 White. Und was geht man jetzt gegen Klett Top Lane? Da bin ich auch gespannt. Tank dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Klett hat ja die schöne Passive, dass er Anti-Heal in seinem Kit hat. Da kein Anti-Heal gehen und das ist gegen sehr viele Champions sehr, sehr gut. Da sehe ich auch die größte Stärke noch von Klett. Ansonsten Klett ja natürlich immer so ein bisschen nie der Competitive Pick gewesen, sondern eigentlich immer der Pick für die OTPs, beziehungsweise als Cheese auch in High Elo. Ich glaube, in der Prime League gab es mal D-Plex, der sehr oft Klett Mitte auch ausgepackt hat. Das wäre auch eine Option gewesen gegen Sylas. Natürlich war der Klett vorher gebannt, aber das ist auch ein Matchup, was man gerne mal überraschend in der Midlane auspacken kann. Klett gegen Sylas, eben durch den erläuterten Kit. Und jetzt hast du noch den Tam-Kench, auch der ist natürlich flexbar. Du kannst den Tam immer noch gut auf der Top-Lane spielen. Hat nicht so das beste Scaling allerdings, aber als Support auch da Worlds gesehen, immer wieder als Peeling-Sub mit so einem Varus, sehr, sehr eklig. Ja, auf der einen Seite hast du jetzt die Lulu rausgenommen und den Sylas und auf der anderen Seite Viktor und Yuumi. Also vier Picks, die wir gerade gesehen haben, Mitte und Support jeweils, brauchen hier neue Picks. Vex wird gehabert für Lücke und es ist der Vex-Login. Wir haben bis jetzt noch nicht so on-cast oder on-stream zumindest die besten Vex-Leistungen gesehen. Da hatten wir ja zum Beispiel das D4-Game von Unchained, wo auch Felix ein bisschen geraged ist, weil man da sehr viele Skillshots gemisst hat. Also Vex nicht der einfachste Champion auszuspielen. Gerade auch die vier Timings sind ja da sehr, sehr wichtig, dass man die drauf hat. Auf der anderen Seite hat man den Brauben vorhin in der zweiten Rotation gebannt. Der ist jetzt offen. Den lockt man sich ein. Hat jetzt nicht mehr so die Wertigkeit. Auf der anderen Seite kein Horn, kein MF. Aber natürlich gegen Sivir gar nicht mal so verkehrt. Immerhin die Q, die man hier blocken kann. Andere Seite, ja, kein Varus Tam-Kench, aber Varus Braum. Varus auch, ähnlich wie Caitlyn. Die entscheiden. Und das ist jetzt der AP Varus in der Mitte für Anuka. Helgo also im Jungle auf den Amumu. Interessante Combo. Auch dort Champion von Unchained gewesen schon. In der Prime League in Division 4. Und der hat sehr, sehr gut funktioniert dazu. Im Gegensatz zu der Vex. Gerade gegen Tanks. AP Varus insane. Du stackst drauf. Kannst dann später diese Tanks auch mal gerne one-shotten. Max Health Damage. Und da hast du jetzt eben wieder diese Double Frontline aus Top und Jungle, aus Tam Kench und Sejuani. Dafür wieder eine Enchant auf der Botlane, um Sivir zu helfen. Also eine ähnliche Draft-Idee auf Seiten von River runter. Gefällt mir aber insgesamt nicht ganz so gut wie gerade. Der Sylas hat natürlich vorhin sehr, sehr viel gecountert. Diesmal Vex. Wie gesagt, bin ich gespannt. Ich finde den Champions gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt auch nicht insanely gut. Hat natürlich Long Range Engage, Long Range Follow-Up. Du hast ein sehr gutes Self-Peeling mit deiner W4-Kombo. Aber der Tam-Kench, der wird natürlich outscaled werden. Ist auf der Lane sehr oppressive. Vielleicht vergleichbar mit so einem Renekton, obwohl es ein Tank ist. Richtiger Lane-Bully. Aber fällt dann eben späterhin so ein bisschen ab. W, wenn du einmal drin bist, kommst du da schlecht wieder raus. Hast aber natürlich die Option, deiner Ultimate eben fürs Peeling zu gehen, entweder einen bedrohten Carry zu fressen oder auch mal gut nochmal Damage zu machen, selber auf die Backline oder einen Carry zu kommen. Und das hat ja gerade Lücke zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht. Aber ja, auf der anderen Seite was ganz Wildes. Ich glaube, da ist man hier mehr Comfort, mehr experimentell gegangen. Die Wichtigkeit dieses Matches haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Eher wichtig für Team 300 auch im Hinblick auf den letzten Spieltag, der mit diesem Ergebnis, wenn man heute wirklich 2-0 verliert, zum ihrem Finale werden wird. Um diesen Platz Nummer 2 dann hinter River runter. Denn da warten ja noch die Black Lions. Evil irgendwas. Die gegen River runter allerdings schon 2-0 verloren haben. Und River runter, ich glaube, da geht es nur noch darum, wirklich ohne
Niederlage hier durchzustompen, ähnlich wie gestern Last Second in der Division 7. Ansonsten wieder Top to Bot. Klett sollte hier decent Matchup gegen Tahm Kench sagen, aber ich habe schon gesagt, Tahm Kench kann hier als Lane Bully durchaus auch bezeichnet werden. Mit seiner Zunge. Und wenn Klett hier früh auch in seine Passive gebracht hat, auch da immer so ein bisschen. Ja, bin ich gespannt auf die Klett-Expertise, denn Klett ist natürlich nicht der leichteste Champion mit seinen Remounten. Aber wenn man hier OTP ist, beziehungsweise sehr, sehr viele Games in Klett reingesteckt hat, sieht das schon immer sehr sick aus. Also da muss man die Limits auch kennen, um diesen Champion wirklich auszureizen. Ja, ansonsten Tank-Matchup im Jungle. Da hat man aber auch da wieder Möglichkeiten, Early auch was zu machen. Gerade die Double Q von Amumu ist gerade im Early Game ein sehr, sehr gutes, wichtiges Tool, was ihn auch erst so ein bisschen Support-Viable gemacht hat, meiner Meinung nach. Und dann hast du natürlich auch eine krasse Ultimate, die Teamfight seit Season 2 auch mal gerade im Low Elo für sich entscheiden kann. Und dieses spicy, spicy Midlane Draft. Wie gesagt, Varus kann hier Klatsch werden. Gerade gegen diese Double Tanks bin ich gespannt. Hat ein sehr, sehr gutes Scaling. Aber auch da ist man, glaube ich, schon ein bisschen Scaling-dependent. Early Game nicht ganz so gut. In der Lane auch nicht ganz so gut. Also da haben wir gerade schon immer wieder gesehen, wie Sejuani Druck auf Viktor gemacht hat. Und Viktor hat ja immerhin noch seine Gravity Field. Sein CC auf Varus ist bis auf den E-Slow von der Ultimate abhängig. Und wenn du selber engaged wirst, kannst du dein Ultimate eigentlich nicht mehr rausschießen. Von daher würde ich hier sogar einen Cleanse empfehlen, auf Varus oder auf Caitlyn. Caitlyn braucht natürlich aber auch eine sehr oppressive Lane in der Theorie. Denn auf deiner Seite hast du so eine Poke-Lane mit Sivir, Karma, du hast sehr, sehr viel Sustain und ja, Qs schallern dir da von beiden Champions ins Gesicht. Bin gespannt, ob man da irgendwie selber die Pressure hat durch den Range-Advantage, den Caitlyn mit sich bringt. Oder ob, ja, da eben der Tank Support Lock-in abused worden ist noch mit diesem Karma Last Pick Counter und da der Entscheidung Tahm Kench auf die Top Lane gepackt zu haben. Denn da hat es dann noch die Option, auf jeden Fall einen Carry gegen Tahm Kench zu beantworten und dann Tahm als Support zu spielen. Da hat man sich gegen entschieden. Wir schauen mal in Game Nummer 2, ob es die richtige Entscheidung war. So. Seiten haben sich getauscht. Für 7300 1-0 für River runter. Ah, nicht 101. Wird's das 10-0 oder wird's das 9-1 hier werden? Ich glaube, mit diesem ersten Sieg hat man hier schon auf jeden Fall Platz 1 sich gesichert. Auf Seiten von River runter. Oh, Tears mit dem Faith-Check, die Q, und er muss rausflashen. Ah, das ist ein sehr komischer Deep Invade alleine gewesen auf Seiten von Namumu. Aber so wirklich ein CC bis auf die Zunge hatte man da auch nicht. Ja, Nux ja noch mit dem Doran's Blade trotzdem in der Mitte natürlich als Start. Wie gesagt, Adeptus Force ist ja sowas, was sich anpasst, je nachdem, was du mehr hast von einem Items, AD oder AP, kriegst du dann die Boni auf den jeweiligen Stat drauf später, beziehungsweise kannst dich so itemisen. Deswegen hat man auch gerne Doran's Blade auf Cannon gestartet, obwohl er dann AP gebaut hat. Sehr, sehr wichtige Mechanik. Oder auch bei Corki. Diese ganzen Hybrid-Champions profitieren sehr von der Adaptive Force Mechanik. So, wir sehen meiner Meinung nach auch die Fehlentscheidung beim ersten Buy auf Seiten von Fresh Out of Mercy. Wie gesagt, auf der anderen Seite hast du ja sehr viel Poke, deswegen hätte ich eher das Langschwert mit drei Pots. Erwartet Lücke, versucht hier noch gegen zu traden, um das Electrocute auszubringen, aber Anuxa findet hier guten Poke, guten Damage auf Lücke und Lücke muss hier schon aufpassen. Hat sich seinerseits jetzt fürs Ignite entschieden, auf der anderen Seite ein Exhaust vom AP Varus. Ein Cleanse gegen Seju, gegen Vex finde ich ein bisschen, ja, auch auf jeden Fall interessante Entscheidung.
Auf der einen Seite macht das Cleanse jetzt deutlich mehr Sinn. Für Sivir. Gegen Amumu, gegen Braum und eben auch gegen diese Varus Ultimate, die auch als Engage mal verwendet werden kann. Ja, und wir sehen, Vex hat Probleme in der Mitte gegen Anuxa. Jetzt fehlt natürlich das TP für ihn, das so ein bisschen zu negieren. Oben auch Helgo mit gutem Damage gegen Dumbledore. Der versucht noch immerhin Helgo zum Dismounten zu zwingen. Wahrscheinlich geht man jetzt hier für einen Cheater auf der Top Lane, ja. Aber beide Jungler haben sich ja wieder nach unten gepufft. Wieder der komplette Full Clear, wobei man da noch die Wölfe stehen gelassen hat bei Colony, um diese Scuttle sich zu securen, könnte jetzt über die Mitte zur zweiten Scuttle gehen. Gank kann man da nicht anbringen. Vex in der Base und auch der erste Recall von Super Saiyajin und Laviel. Ja, Helgo hat die Topside oder ist gerade selber an der Topside Scuttle. Finde ich als Toplaner auch immer eine interessante Entscheidung, beziehungsweise habe auch oft die Scuttle genommen, wo es eigentlich besser wäre, in der Lane zu stayen. Weil da XP und Farm, ja, gerade XP, da doch sehr, sehr wichtig sind. War jetzt aber jetzt nicht die verkehrteste Entscheidung von Helgo. Eher gut von Dumbledore, diesen Cheater-Recall unterbrochen zu haben. Ah, er zwingt jetzt den Upmount mit sehr, sehr viel eigenen Health schon. Beziehungsweise kriegt es nicht mal hin, den Dismount durchzubringen. Aber The Colony hat hier eine gute Option, wartet hier aber doch ziemlich lange. Da ist man schon drei, vier Schritte zurückgegangen. Und jetzt die Flashes nach vorne auf dem Braum, der das Shield in der falschen Richtung. W von Lavia connected, DQ auch. Exhaust kommt drauf auf Karma. Colony ist allerdings, glaube ich, in Cupcake gefangen gewesen und muss hier rausflashen. Also der Sammler gewinnt auf Seiten von Team 300 weit. Oben der Flash. Helgo mit dem Upmount. Und da sieht man eben die Expertise. Ist natürlich in einer riesen, riesen Minion-Wave. Und schafft es nicht, Dumbledore zu killen. Natürlich. Dumbledore spielt hier wirklich mit dem Feuer. Die Zunge. Sehr gut getroffen durch die Minions. Und der zweite Dismount. Und das ist ja immer bei Kletzo. Je mehr du dismountst, desto weniger Health kriegst du auch beim Remounten wieder. Und die W nach vorne. Die Kamera geht aber in die Mitte, wo Anuxa schon sehr, sehr weit in der Mitte gefiert wird. Die Q wird gut gedodged von Lücke. Und oben ist Helgo rausgekommen, musste aber den Flash defensiv einsetzen. Oh, der Drake risky auf Seiten von River runter. Man braucht hier sehr, sehr lange Amumu und Projektor. Jetzt around. Unten kommt gleich Caitlyn. Die ist natürlich noch auf der Botlane beschäftigt. Smite Fight 50-50. Colony müsste eigentlich smiten. Macht's auch. Aber das ist natürlich ein bisschen früh, um hier nicht zu sterben. Stirbt trotzdem. Und jetzt auch aus der Mitte Varus, der die Ultimate einsetzt. Schönes Cleanse. Und 4 nochmal von Lücke. Kriegt man auch irgendwie auf Sivir drauf, die Q wird geladen von Anuka und der Flash nach vorne vom Projektor, das ist low, es ist super knapp, aber Super Saiyajin kommt hier raus, trotzdem naiver Drake Kill und Drake an Team 300 White. Ja, da überschätzt man sich so ein bisschen, beziehungsweise unterschätzt, wie slow dieser Drake genommen wird. Man hat nur Kall auch im Gepäck von Sivir, also ist man hier Early Game auch bewusst schwach und in der Mitte, da fehlt einem auch die Prio, von daher der erste größere Fehler in diesem Matchup, würde ich sogar behaupten, von River runter. Und auch der Farmvorteil in der Mitte auf Top Lane jetzt spürbar. Insgesamt ist es dann schon ein K-Gold-Lead. Also gerade hatten wir dieses Game, was sich 15 Minuten so ein bisschen nichts genommen hat, sehr, sehr close war. Jetzt der Early Game Lead, so würde ich schon behaupten, für Team 300 White, der zumindest in der Lane hier mit dem Draft River runter sehr, sehr gut unter Druck setzt. Und der Braum jetzt auch im Roaming. The Heart is the strongest muscle, aber der Herald erst in 50 Sekunden. Sehr, sehr früh, vielleicht engagiert man hier auf den Time, aber der ist auch sicher unterm eigenen Tower. Und auf der Botlane dürften es gleich dann die Free Platings geben. Aber man entscheidet sich lieber, den Recall auch anzunehmen und dann vielleicht selbst auf die obere Seite sich zu moven. Ist ja durchaus auch noch eine Möglichkeit, komplette Lane Swaps. Sehen wir eigentlich überraschend wenig, dass man da für den Herald die komplette Botseite nach oben setzt.
Ich glaube, im Defeal-Cast haben wir es einmal gesehen. Anuka, Vex-Ultimate kommt durch. Sejuani ist around. Auch die Karma. Sehr gut von Top River, von Bot River. Kommt man da auf die Mitte-Colony? Ah, sehr, sehr low. Und jetzt kommt der Klett von oben reingeschallert. Das heißt, auch da mit der Ultimate den Kill auf Sejuani. Raum auch in der Mitte angekommen. Und da geht man erstmal für den Push. Und dann wahrscheinlich Richtung Herald. Und den Kill hat auch leider nur Lavil bekommen. Auf der anderen Seite der Klett, der jetzt hier zwar CS wieder vernichtet worden ist. Oh, Dumbledore, da kommt komplett das Team von Team 300. Auch die W wird unterbrochen. Das war ein bisschen naiv. Ja, er wollte den Push durchkriegen, aber müsste eigentlich wissen, dass die Leute da im River gewesen sind. Man hat keine Vision. Man wusste, aus der Mitte sind sie nach oben gegangen, aber Lavil, kein Flash zur Verfügung, die W stunt, bzw. rootet Anuka trotzdem, man hat noch nicht so gut Damage, der letzte Autotech wird trotz Extorst durchgezogen und es reicht, um Varus hier zu sterben. Lavil, der Team-Captain von River Runter, der hier beide River Runter Kills auf sich hat, der hier sehr viel Work macht, gute Roamings von unten in die Mitte rein, zwei Kills auf Varus gefunden hat. Den Herald muss man natürlich abgeben und auch unten kann man die Long Range und Caitlyn gegen Sivir im Isolated 1v1 sehr, sehr gut ausnutzen. Muss jetzt aber selber aufpassen, denn da kommt schon die Kavallerie angetrabt. Schönes Blastcon von Karma über die Wall, on the Hand. Und das sollte eigentlich eine tote Caitlyn werden. Die hat noch beide Subs. Mal gucken, ob sie dann noch rauskommt. Aber die W verfolgt Sejuani, beziehungsweise Glacial Prison von Sejuani kommt auch noch hinterher über die Wall. Kill für Super Saiyajin. Und das ist jetzt wichtig, mit solchen Picks sich wieder ein Game zu halten. Pick in der Mitte gefunden, Pick auf der Botlane gefunden. So, bitte weiter. Ja, und gleich das, was ich für den Tarn gesagt habe, gilt eigentlich auch für Caitlyn, obwohl man da auch wieder wenig Vision natürlich hatte auf diese Members, die nach unten gerompt sind. Gigachat Karma packt alle in einem seinem Rucksack. Ja, erinnert mich so ein bisschen an die Aushilfs. Auch das Aushilfsgame vom Pöbelpaarer bei Management in Sport auf der Karma, die da auch so ein bisschen erstmal 1v9 hat und einen Insane KDA hatte. Aber bislang einzigen Sieg vom Management, aber bislang auch der einzige gefühlte machbare Gegner. Aber das ist eine andere Geschichte, Jungs und Mädels. So, der Drake in 20 Sekunden, der Laut Drake, der hier wahrscheinlich von beiden Teams so ein bisschen geliebäugelt wird. Schauen wir mal auf die Sums. Die sind alle wieder ready. Super Saiyajin ungefähr noch 5 Sekunden auf dem Flash. Ultimates auch. Ja, nicht ganz zur Verfügung. Sivir und Sejuani Ultimates fehlen. Auf der anderen Seite fehlen dir die Flashes. Gerade auf Varus, gerade auf Caitlyn. Von daher, der Drake-Fight sollte hier dann in Favor für River runtergehen. Ja, wir sehen auch Amumu im Recall. Den Drake gibt man auf. Und das finde ich eine schlaue Entscheidung. Gutes Makro jetzt von Team 300 Whites auf der Top-Lane. Dumbledore hat auch den Push erfolgreich durchbekommen. Natürlich wichtig, dass man hier auch mit den Drakes das Stacking weiter im Aufrechterhält. Jetzt sein Strong Early Game Power bzw. den Summoner Advantage hier ausnutzt. Ah, Lücke im 1v1 gegen Anuxa. Sehr intens, beide Jungler around. Botlane braucht wieder mit dem Shield in der wilden Richtung. Ah, Gold wieder dead even, nachdem, wie gesagt, der Early Game Lead an Team 300 White ging. Anuxa, kein 4 trifft ihn. Klett kommt von oben in die Mitte. Aber dadurch, dass die Bot reingepusht ist, hatte man jetzt auch Möglichkeiten, dort sich in das Roaming zu begeben. Amkanish kriegt den nächsten Push dann natürlich auch ein bisschen gegiftet. 2-0 Klett natürlich. Mit dem Black Cleaver als First Item jetzt. Und wieder der Engage auf Varus. Da kommt die Ultimate hinterher, die Double Ultimate. Man hat sich immerhin gegen Sklens entschieden. Das Exhaust rettet dir hier nicht das Leben. Und da, wie gesagt, Summoners war ein bisschen kritisierbar für Varus. Sehr gute Picks, wieder so ein bisschen wie in Game Nummer 1. Der Druck auf die Midlane, auf den Victor, auf den Varus, auf diese unmobilen Champions in der Mitte, die 300 sich gedraftet hat. Sehr gut, gerade von The Colony, der hier wirklich Work macht wieder.
Ah, Q wird geflasht. Flash, Ultimate allerdings hinterher auf Lücke. Da ist dieser Safe-Peel, den ich erwähnt habe mit der W4. Und es reicht, um sich hier zu befreien. Richtig gut gespielt von Lücke. Kennt seinen Champion. Und ja, der Projektor jetzt in dem Face-Check gegen diesen Try. Aber warum denn? Dein Jungler hat doch gerade ein Play in der Mitte gemacht. Kein Grund, dort irgendwie reinzusteppen. Schöner Kill wieder. Für River runter in der Mitte allerdings der Herald. Die Action lässt jetzt nicht los. Tam Kenshi allerdings around. Findet man hier eine gute W? Nee, die ist ein bisschen kurz. Aber ja, man kriegt auch nur diese zwei Platings rein. Und Flash Out of Mercy. Cupcake gestellt, aber das ist auch nie. Und 4-0-1 auf der Support-Kammer. Weiterhin Gigachat Laviel. Und ja, damit auch noch die Platings. Wieder das bessere Play insgesamt für River runter. Und auch der Klett, der zwar 2-0 ist und trotzdem hier diesen Trade gegen Dumbledore verliert, wird aber gleich wieder in den Upmount kommen. Und Dumbledore checkt das auch, geht wieder für den W in Richtung Sicherheit. First Tower, Botlane T1 für River runter. Damit der Gold-Lead jetzt, ja, plötzlich auf 2k angewachsen. In der Mitte Nashor's Tooth jetzt completed als First Item für Varus. Auf der anderen Seite sehr viele First Mythics. Varus Ultimate findet, wächst der Engage auf Lücke. Ah, das war ein bisschen zu weit nach vorne, aber sehr schön auch von Team 300 über den Tri-Bosch. Damit hat man nicht gerechnet. Der zweite Herald aber erst in 40 Sekunden. Der sollte noch contestable sein. Sivir wird jetzt auch auf die Toplane geschickt. Dadurch, dass man natürlich den T1 auf der Botlane genommen hat. Krakenslayer, Karma Angle. Glacial Prison wieder auf Anuxa. Der Flash zur Seite. Projektor kommt zur Rettung. Tiersnogger mit der Long Range Q auf den Cannon Minion. Ah, Laviel W eingesetzt. Aber Sechu ist für den Disengage in Gang. Hat auch keine Ultimate zur Verfügung. Hat er gerade eingesetzt. 2 Sekunden zuvor. Aber Flash auf Cooldown für Varus. Wichtiger Summoner-Spell für ihn eigentlich. Und die Q, die böllert jetzt mit dem Krakenslayer richtig gut rein. Hat gleich noch 2 Stacks auf dem Kall. Kann dann nochmal dieses Item auch eincashen. Ja, und ich will Flash Out of Mercy jetzt nicht richtig flamen, weil er ja auch hier permanent geweaksided wird. So ein bisschen von seinem Jungler, von Team 300, die Entscheidung nicht so wirklich um die Caitlyn rumzuspielen, was ich ein bisschen falsch finde. Gerade mit Caitlyn, eigentlich ein Champion, der Druck braucht von seinem eigenen Team, der so ein bisschen Hilfe braucht, gerade mit der Long Range durchaus Möglichkeiten hat, auch ja, eben mit seinem Team zu arbeiten. Kommt hier nicht richtig ins Game, gerade eben auch die Vayne und ja, die Schwachstelle, die man vorher so ein bisschen bei dem Roster identifiziert hat, scheint hier sich zu bewahrheiten. Sivir einfach hier eine richtige Bank. Ich hätte mir vielleicht lieber wieder den, oder eher den Sivir First Pick wirklich auch gewünscht, um den zu denyen, um sich den selber zu sichern. Der Klett First Pick. Ja, er ist ahead, aber wie viel kann hier Helgo seinen Stempel aufbringen? Man findet den Engage auf Super Saiyajin. Curse of the Set Mami wird jetzt auch eingesetzt. Schönes Cleanse Flash von Super Saiyajin mit On the Hunt. Kann man das vielleicht re-engagen? Ja, der TP in den Cupcake. Schön gemacht von Caitlyn. Dumbledore allerdings tanky. Der Glacial Prison auch als Engage. Und Super Saiyajin, keiner kommt mir heran, wenn der Initial Engage fehlschlägt und beziehungsweise disengaged wird mit Flash, mit Cleanse. Kann Super Saiyajin hier blonde Haare aktivieren und sein Kamehameha einsetzen. 4 Tote getradet für Gigachat Laviel auf der Karma. Ja, das Shutdown hat man sich gesichert. Aber jetzt ist spätestens auch Super Saiyajin arrived in diesem Game mit 2-0-5. Arrow Charge in der Mitte. Ja, muss sogar Flash Out of Mercy noch aufpassen. Und der zweite Drake, der Mountain. Und Mountain Drakes, Mountain Soul auch Gold wert für den Draft, für das Roster bei River runter mit den Double Frontline, die dann unsterblich werden. Und wir haben gerade gesehen, Dumbledore alleine gegen 4 in der Frontline, der da so viel wegtankt mit der Fixkin. Lowlife dann nochmal in den Busch, eine schöne W zum Disengage. Ja, und dann hast du ja noch eine Sejuani, die sozusagen auswechselt. Ja, du hast genug getankt, du bist Lowlife, du hast die jetzt für 10 Sekunden beschäftigt, jetzt ist mein Turn. Praktisch wie bei WoW mit Double Tanks, dass du da mal die Aggro jugglest und ja, dann kommt eben auf der anderen Seite keiner mehr irgendwie auf Super Saiyajin auf Lücke drauf. Das kann der Klett irgendwie auch nicht machen. Also Draft
gut ausgespielt in diesem Teamfight. Die Koordination sehr, sehr gut auf Seiten von River runter. Das sieht echt nach gutem League of Legends aus. Ja, man hatte die Early-Game-Schwächen beziehungsweise gute Picks gefunden von River runter, von Team 300, wo man knapp ein 1000er Gold hätte in Minute 6, aber ja, seitdem ist hier River runter am Drücker und jetzt finde ich das mit diesem Draft sehr, sehr schwer comebackable. Irgendwie muss Anuxa hier auf den Varus noch auf seine Items kommen, dass er eben irgendwie durch diese Tanks dann noch durchkommt. Und seine Caitlyn, wie gesagt, ein ganzes Item ist sie behind. 2k Gold, was bei einem insgesamten Goldwert bei 6k und 8k schon nochmal ein Drittel des Gesamtgold von Caitlyn obendrauf kommt bei Super Saiyajin. Ja, und sie verspürt auf jeden Fall sein Momentum. Und Lavi hat natürlich jetzt das Shurelias schon fertig, hat sich diesmal gegen Anti-Heal entschieden, was super gut ist, was hier die Utility mit sich bringt. Und ja, okay, eine gefällte Sejuani-Ultimate, ja, okay, du tankst 3 Tower-Shots, aber du kannst dir hier so viel erlauben. Findest hier trotzdem noch easy den Teamfight-Win. Und Klett kann da auch glücklich sein mit, ja, wie viele HP sind's? 200, okay, sieht noch viel aus, aber es ist natürlich der kleine Klett hier. Und sehr, sehr wenig HP rauszukommen. Toplane, der nächste T1. Man spielt jetzt Abrisskommando auch für Innsport und ah, wirklich eine dominante Leistung. Ich bin jetzt schon auch hyped auf die Eternals. Ungeschlagenes Div 7 Team gegen ungeschlagenes Div 6 Team. Last Second gegen River runter. Das wäre auf jeden Fall auch ein Banger Matchup, das ich mir gerne angucken würde. Die Eternals von Innsport ja dann voraussichtlich im Januar. Denn erstmal kommt natürlich noch der letzte Spieltag nächste Woche und dann die Playoffs. Man kann jetzt schon sagen, mit Innsport-Beteiligung, wir hoffen natürlich auch auf ja, die etwas besseren Playoffs Richtung Division 3 für IOTA. Sieht momentan sehr, sehr gut aus, das Finale gegen Team Bash. Also einige Hype-Matchups auch in der Competitive-Riege bei uns, aber ja, dieses Community-Wochenende auch mal interessant zu watchen, diese starken Community-Teams von Innsport zu sehen. Sind ja jetzt wieder mit 30 oder glaube ich mittlerweile 31 Teams wieder sehr, sehr gut vertreten. Und wie gesagt, die insgesamten Berechnungen, die Winrate von Innsport insgesamt, ist ja glaube ich, liegt da ja immer noch bei über 60%, dass man sich mal reinziehen muss bei 30 Teams. Das ist einfach schon insane hier, insane. Aber zurück zum Game. Ja, das Game dümpelt so ein bisschen vor sich hin, nachdem die T1 Toplane und Mitte gefallen sind. Botlane übrigens jetzt auch. Anuxa wartet für den One-Shot auf Vex, aber die viert einfach Varus. Er hat keine Tenacity und dieser Ambush ging nach unten los. Da wollte man campen, da wollte man snipen, aber wird geheadshottet. Ah, der Re-Engage, Klett Ultimate wird gezogen. Trotzdem groupt man sich. Tam Kench hätte hier noch einen TP. Sieht bis jetzt noch nicht die Notwendigkeit und da würde ich ihm recht geben. Helgo geht rein, um gedismountet zu werden. Und ja, Super Saiyajin jetzt nochmal on the hunt. Der Flash von Lücke nach vorne in eine Trap ein bisschen, ein bisschen int. Aber trotzdem erlaubt man sich das. Das TP von Tam Kench rettet nochmal Lücke. Das sollte das Ace werden. Die Flash ist nach vorne, da kennt man nichts. Ist es hier der Penta gewesen? Auf jeden Fall ziemlich viele Kills. Nein, der Triple Kill für Sivir. Aber das komplette Ace wieder. In Minute 21, das ist jetzt auch sehr, sehr krass. Explodiert dieses Game. Wie gesagt, 1k Gold Lead im Early Game für Team 300. Dann schöne Picks mit diesen Picks in der Mitte auf der Botlane sich immer wieder zurückgekämpft. Und dann diese dann doch deutlichen Teamfights. Super Koordination, gerade dieser Drake-Fight, wo man ja den Engage sucht auf Sivir. Die Flash glänzt einfach raus. Und dann sieht man auch das Cleanse, was einfach auch so ein wichtiger Summoner-Spell ist, der mir so ein bisschen gefehlt hat auf der anderen Seite. Zweimal aus der Mitte heraus fragwürdiges Summoner Spells Entscheidung mit Ignite Victor und Exhaust AP Varus Botlane. Ja, wie gesagt, haben wir ja schon das Problem der Weakside Caitlyn thematisiert. Nicht gut aufgegangen. Und jetzt deutet alles hier auf den 10-0 Scorestand in der Tabelle, auf den 2-0 Sieg gegen Team 300 White Tier. Vor diesem Spieltag, wie gesagt, eine enge Kiste, aber das ist wirklich dominierend. Das ist, ehrlich gesagt, dominierender, als ich erwartet hat. Auch
Im Hinblick auf die Elos hat man hier zwei Dia-Spieler mit Anuxa und Projektor. Das ist hier aber, ja, wie gesagt, eine Domination auf Seiten von River Hunter. Ah, Laviel nochmal im Pink Ward, den kann er nicht mehr fertig clearen. Trotzdem möchte man hier noch Sachen contesten auf Seiten von... Oh, die Q über die Wall von Tia ist crucial, dass die misst. Sonst hätte man im Shockpoint eine gute Ultimate gehabt. Aber die Ultimate von Varus ist auch sehr, sehr gut. Der Disengage jetzt on the rise. Trotzdem sind wir im Disengage auch immer noch ordentlich an Shurikensen und Boomerangs aus. Alan W, Dumbledore mit der W nach vorne. Helgo muss defensiv rausflashen und es sah lange Zeit gut aus. Crucial, crucial von Tiers, diese Q, dass die misst. War eigentlich schon schwieriger, als da irgendjemand zu treffen. Somit keine Ultimate von Amumu, die richtig gut ist. Trotzdem hat man da die Ansätze von AP Varus gesehen, jetzt mit dem Riftmaker auch. Hat da sehr guten Damage im Shockpoint completen können. Aber ja, dann eben Sivir, die hier jetzt mit drei Items unstoppable ist. Phantom Dancer, IE und Krakenslayer. Ja, keine Ornaments, aber auch Dumbledore, der dich fressen, nochmal ein dickes Schild geben kann. Und jetzt Baron Dance Nummer 2. Ah, Projektor wird gefunden. Kriegt nochmal sein Schild nach oben. Aber, oh, Wechsultimate. Lucke, one-shotted Varus. Tears versucht dann noch irgendwie zu peeren, aber er ist auch nur Namumu. Er ist traurig, dass er keine Freunde hat. Dass er deine traurigen Freunde hier verliert. Der Knock-up von Dumbledore. Die W über die Wall. Glacial Prison auch nochmal. Einfach für den Tilt-Effekt. Projektor kommt angesprungen. Das Schild ist oben. Aber der Damage ist dann Lücke 77. Was ist das für ein insanes Play? Alter hat auf jeden Fall einen guten Tag. 2-1-16 jetzt auf jeden Fall. Ja, Kills-wise natürlich 2-1. Jetzt nicht so die krasse Kill-Distribution hier für Vex, aber auf jeden Fall eine gute Performance. Immer wieder diese Long-Range-Engages auf Varus. Und der Herald als Belohnung obendrauf. Baron Powerplay also in den Händen von Innsport, von River runter. Und jetzt geht's nicht River runter, sondern wahrscheinlich Lane runter, Mitte runter, Revival. Und ja. Sollte ja sehr, sehr gut siegen können. Rave Clear hast du noch ganz decent mit Varus, mit Caitlyn. Hat der Klett. Man sieht, wieso er schwierig im Competitive Play auszuspielen ist. Hatte ein 2-0 Lead, war gut in der Lane. Aber es ist eben nur ein Klett. Wird so schnell downgeburstet. Ist keine Frontline. Sein Damage lässt zu wünschen übrig. Kann es auf der Sideline vielleicht noch Work machen. Aber der Zug ist hier auch lange abgefahren. Der Zug, den wir hier sehen, ist eher der Hype-Train für River runter. Bin glaube für River runter, sagt Magic Olsen. Okay. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus hier. 10k jetzt der Vorsprung. Baron in den Händen. Man nimmt nochmal den Jungle mit von Team 300. Ah, geht man hier sogar für einen Dive mit dem Siege. Jetzt ist das 5v5 Aram. Aber Poke kann man das natürlich auch spielen mit Laviel, mit Super Saiyajin. Wir sehen, der Poke, der schallert schon gut durch die Qs, die hier ihre Ziele finden. Und jetzt wächst auch im Split-Push auf der Botlane. Man spielt ein 4-1, gefällt mir gut. Eine Wave hier noch ranzuholen, wird bis jetzt noch nicht beantwortet. Und gleich muss man sich entscheiden, wie rotiert man, wie defendet man hier gegen dieses gefiederte Team von River runter. Ah, T1 in der Mitte. T3 in der Mitte ist es ja schon. Ist down. Der Engage jetzt auf Amumu. Flash zum Disengage. Glacial Prison nochmal ins Nichts geworfen. Amumu ist down. Glacial Fischer trifft hier niemanden. Man kann hier kiten. Mit On the Hunt, mit Shurelias kann man das hier bespielen. Klett nochmal im Dismount auch. The Colony wird am Leben gehalten von Laviel, der Flash. Sehr gut gemacht. Einer für alle. Alle für einen. Vex geht rein. Der Long Engage über die Map von Lücke. Und eine Lücke war sie auf jeden Fall. Das war eine Skill Gap. Trotz 8-0 beider Teams. Jetzt die Niederlage auch 8-2 für Team 300 White, die auch die weiße Flagge zücken müssen. River runter 2-0 heute. Dominierend. Das war ein insanes League of Legends.
Wow, also das war echt eine Div 6 Leistung. Wow, also damit muss man sich in Div 5 auch beim Aufstieg nicht verstecken. Die Drafts haben mir super gut gefallen. Man hatte die richtigen Prios, man hat erkannt, hey, die wollen vielleicht für den euren First Pick gehen, lassen den Klett droppen, flexen mit den Picks von Sechu, von Tam, nimm nochmal einen Enchanter trotz Luluban dann auf die Botlane, entscheiden sich den Tank auf die Toplane zu machen. Richtiger versatile Playstyle, beziehungsweise waren jetzt zweimal diese Combo aus Double Frontline, die hier wirklich gut funktioniert hat. Enchanter Bot, zwei Hyper Carries und auch die Vex, wie gesagt, für mich ein Fragezeichen, wurde hier auch mal wieder zum Ausrufezeichen. Einfach nur richtig, richtig gut gespielt. Ja, man hatte kurz die Ansätze auch von Team 300 gesehen, die hier mit einem knappen Tausender Gold Lead in Minute 6, glaube ich, 2-0, 3-0 in Führung waren. Aber dann eben diese Picks in Mitte Offboard immer wieder auf den Varus gekommen. Und da habe ich ja schon eigentlich genug Analyse in-game dann betrieben. Summoner-Auswahl komisch, Weak-Side-Decision auf die Caitlyn komisch. Insgesamt, ja, war man dann einfach zu schnell zu behind und dann wurde man doch hier auch in diesem Draft ziemlich hart outscaled, gerade auf Sivir, Karma. Also wenn das irgendwie rollt, dann ist es die unaufhaltbare Welle, die wir alle bezeugen durften. GGs kommen hier auch nochmal in den Chat durch. Ich frage nochmal ein Interview beim Team Captain an, beziehungsweise kann da natürlich jeder rein, der will. Ja, und damit ist man sicher Tabellenerster, sicher im Aufstieg am letzten Spieltag. Geht es dann nur noch geschlagen, hier durchzukommen. Aber mit dieser Leistung, ja, sehe ich hier eine blühende Zukunft für dieses Roster. Hab vergessen, den Intalk hier vor dem Match anzumachen. Aber ich glaube, da wurde auch gesagt, dass die letzten Internals ein bisschen enttäuschend waren. Kam ja, glaube ich, als Titelverteidiger in die Internals. Die waren nicht ganz so gut. Aber jetzt eben dieser Split in der Prime League, der läuft ins Hirn. Und Davi will auch selber hier ins Interview kommen. Dann ziehen wir den doch mal. Also muss ich selber erstmal in die Caster-Kabine. Caster. Naja, ohne Purpose. Ja, hi Lars, grüß dich. Grüß dich, hallo. Das Duell der Giganten sozusagen in der Division 6-6 habt ihr für euch entschieden. Sahen, ja, wie gesagt, ich kann euch gar nicht gut genug, high genug loben für diese zwei Games, richtig gut. Nichts, was jetzt irgendwie ich kritisieren würde. Wie stolz bist du auf dein Team? Dachtest du, dass es heute dann doch so leicht wird? Also definitiv nicht. Also wir haben alle heute, glaube ich, überragend gespielt. Wir haben alles rausgeholt, was wir rausholen könnten. Wir hatten eine gute Draft-Analyse. Es hat irgendwie heute alles gepasst und ich bin natürlich stolz auf mein Team und auf uns, wie wir das geschafft haben. Und schön, dass wir uns ja, jetzt ziemlich sicher in die D5 gekämpft haben. Und ja, wir freuen uns. Wir waren gut drauf Ja, danach. mega geil. Freut mich auch. Freu ich mich mit euch. Ja, du hast schon eure Analyse bzw. Draft-Analyse erwähnt. Man kann Dumbledore auch noch für seine Carries, für den Darius, für ja, den Zed, den man ja auch kurz gehabert hatte. Wieso dann immer diese Double Frontline? Ist das jetzt so euer Playstyle, gerade mit dir auf den Enchantern dann? Diesen Split sind wir damit tatsächlich sehr gut gefahren bisher, das stimmt. Grundsätzlich war uns aber aufgefallen, dass 300, oder 300 White halt sehr, sehr gerne nur Late-Game-Kombos gedraftet haben, mit starken Teamfights als Schwerpunkt. Und gerade der Ornn, der kam halt immer wieder drin vor. Dann haben wir uns natürlich überlegt, wie wollen wir das Ganze matchen? Ornn ist der beste Top-Lane-Tank, was Scaling, was Late-Game angeht, was Teamfights angeht. Und dann haben wir uns den natürlich gesichert und den Draft darum natürlich aufgebaut. Er hat euch überrascht, dass sie den Sylas offen gelassen haben und im Malphite dann geblindpickt haben. Dachtest du, dass das so ein bisschen naives, arrogantes Drafting war oder wart ihr einfach dann auch auf sowas prepared? Naja, ich glaube, sie haben einfach nicht mit dem Sylas-Pick gerechnet. Unser Midlaner spielt jetzt nicht so regelmäßig Sylas, ist aber trotzdem ganz confi drauf. Sie haben ja Ja. eindeutig versucht, im ersten Game ganz extrem unsere Midlaner rauszubannen. Mit seinen Standard-Picks, Xerath, Vel'Koz, aktuell die Syndra, die für ihn absolutes Ja. Essentiel ist. Die LeBlanc kam noch mit raus und da blieb halt nicht mehr so viel übrig. Und wir haben die Ulti gesehen und haben gedacht, ja gut, der Sylas, den nehmen wir jetzt. Und Ja. es hat wunderbar funktioniert. Ich meine, Game 1, Tim, insane Performance, muss man sagen. Ja, Game 2 auch die Vex, die gut gegen den AP Varus funktioniert hat. Dachtet ihr so ein bisschen, na, der AP Varus könnte gefährlich werden gegen die Double Tanks oder wart ihr da auch confident? Wie hast du die Botlane aus Braum Caitlyn eingeschätzt?
Im Gegensatz zu der Vayne davor? Ja, gut, ich. Die von dem war. Ich fange mal bei der ersten Frage an. Ja. Also, wir hatten schon einen gewissen Respekt vor dem Varus. Unser Midlaner spielt gerne auch mal AP Varus. Wir wissen schon, dass er eine Menge Damage gerade gegen Tanks machen kann. Und auch der gegnerische Midlaner hat, glaube ich, auch bisher schon zweimal gespielt. Von daher sind wir da vorsichtig rangegangen, haben ihn aber, glaube ich, ganz gut aus dem Game rausgehalten. Dadurch hat es funktioniert. Gerade auch der 4 von Vex gegen, gegen Caitlyn, gegen Varus hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, die Caitlyn Braun Lane war grundsätzlich meiner Meinung nach was besser als die aus Game 1. Ich fand die Vayne recht fraglich. Klar, es war die Antwort auf die Double Tank Frontline, um da schneller durchzukommen. Aber er ist natürlich gerade nicht so wirklich in der Meta, muss unglaublich nah ran und dafür hatten wir sehr, sehr viel CC und sehr, sehr viele Möglichkeiten, sie rauszunehmen. Die Caitlyn ist dann natürlich insofern nicht aufgegangen, dass sie wenig Prio auf der Botlane hatte durch den Braum und sie natürlich nicht ins Game gekommen ist. Und dann war die CV halt stärker. Ja, gute Analysen. Wie gesagt, das Game war absolut clean. GG well played. Zwei Fragen noch zur Zukunft. Stichwort Division 5, die erste. Was ist da so euer Anspruch? Denkst du auch, mit der Leistung hat man da auch gute Chancen, die Div zu halten? Oder ja, wie weit ihr nach oben? Playoffs Div 4 wäre natürlich als Community-Team, glaube ich, schon so, was wir immer schon gesagt haben, als Maximum, gerade mit Platin Gold so. Aber ja, schon insane auch mit dieser Elo, sage ich mal, so eine gute Leistung hier zu vollbringen und dann Division 5 mit der Leistung. Denkst du auch, ihr glaubt, braucht euch da nicht verstecken? Ja gut, ich gehe da jetzt erstmal bescheiden, also ich denke, wir werden da recht bescheiden rangehen. Die Div halten ist dann doch, glaube ich, eher erstmal unser Ziel. Wir haben ja das, bevor wir zu InSpot gingen, haben wir ja schon mal Div 5 gespielt. Da hatten wir uns direkt durch eine sehr, sehr gute Quali in die Div 5 reingespielt, sind dann aber abgestiegen. Von daher da vielleicht erstmal vorsichtig. Klar, wir haben uns jetzt in den letzten anderthalb Jahren jetzt bei InSpot gut entwickelt, gut verbessert und deswegen brauchen wir uns auf gar keinen Fall zu verstecken. Wir schauen mal, was drin ist. Ja, dann Stichwort Internals. Eure ersten Internals waren ja direkt der Gesamtsieg, glaube ich, in der Gruppe, ja doch, Gruppe 3. Dann jetzt, dann doch überraschend, glaube ich, gegen Quality rausgeflogen bei den letzten Internals, zumindest als Titelverteidiger den Titel verloren. Wollt ihr euch den auch wieder zurückholen? Was sagst du zu den neuen InSport-Teams? Habt ihr da auch schon ein bisschen intern mal gescrimmt oder seid ihr auch hyped da drauf? Wir sind definitiv hyped auf die Internals. Macht immer super Spaß. Klar, gegen Quality, ja, haben wir verloren. Mhm. Es war halt Best of Two und wir hatten zwei schlechte Drafts, wo wir auch am Ende bei beiden Games gesagt haben, ja, blödes Setup dann auch für uns, was wir uns da zusammengebaut haben. Und ja, das hat sich dann halt bestraft. Quality war an dem Tag besser und hat im Halbfinale, da war das, glaube ich, souverän gewonnen. Nee, wir werden uns den Titel auf jeden Fall zurückholen und Ja, mega geil, auch dass du sagst, anderthalb Jahre bei InSport, ja schon so lange, mega geil, dass ihr immer noch dabei seid, dass du auch als Captain, glaube ich, auch ein Vorbild sein kannst für andere Community-Teams, Captains, also bist ja immer sehr so vokal, fragst Interviews, beziehungsweise nicht Interviews, Castings an, also weiter so. Und ja, auch da nochmal das Stichwort Max Lücke 77, ich hoffe, du weißt jetzt in der F-List, wer das ist, dass du da nicht mal sortieren musst. Und das ist dieser überragende Fall. Genau. Damit dann das letzte Wort. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Feiert schön. Alles Gute fürs letzte Game. Macht den niederlagenlosen Split perfekt. Und dann sehen wir uns spätestens in den Turns auch wieder. Dankeschön, werden wir tun. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, Twitch-Chat, Peak 31 passt hier sehr, sehr gut, beziehungsweise ja, auch nochmal insane Zahl für Community-Teams, hat, glaube ich, sehr, sehr viel Werbung auch die beiden Casts gestern, heute gemacht für Community-Teams. Gerne, wenn ihr neu seid bei InSport, wenn ihr Community-Team seid, gerne Casts anfragen. Müsst nicht ungeschlagen sein in der Diff, um Casts zu bekommen, auch wenn das jetzt bei beiden Teams der Fall war. Aber ja, also für mich war es hyped, die Community-Teams auch mal wieder zu sehen. Tut mir auch mal so ein bisschen weh, wenn wir sehr, sehr viel Competitive Div 4 casten, was natürlich so ein bisschen die Prio dann ist. Aber ja, auch ich bin hyped auf die Internals. Bin gespannt, gerade die neuen Teams, die ja doch nochmal einige dazugekommen sind, sich schlagen werden. Ja, und ich wünsche euch allen noch ein schönes Abend. Bleibt nochmal schön. Ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr euren Desired Rank kriegt. Wenn nicht, denkt dran, es ist nur ein Videospiel. Elo sagt nicht alles aus. Gerade hatten wir auch zwei Dia bei den Gegnern und die wurden auch gestompt. Also Leute, seid nicht zu mad, habt euch lieb, wie gestern bei den Ghost Stallion Raid, make love, not war, ne?
Und das ist auch so unser Motto. Ich raide euch noch irgendwo hin. Ich schau mal, was wir da noch im Angebot haben. Raw spielt gerade irgendwas mit Woman's Kabel. Was denn? Dream will be red back. Diesmal gucke ich auch mal nach. Also ein Female-Team in Rocket League. Das hört sich doch interessant an. Das hört sich doch unterstützenswert an. Dann gehen wir doch mal darüber. Lasst nochmal schöne Grüße da. Wir sehen uns. Ich weiß noch nicht, ob wir uns morgen sehen. Wahrscheinlich dann im POV-Stream vom Management. Aber Große Soße hat, glaube ich, noch angefragt. Ich weiß nicht, ob es morgen einrichten kann. Schaut da in den Discord rein. Kommt nochmal vorbei auch. GG Webplay natürlich auch am Team 300. Da auch alles Gute für den letzten Spieltag gegen Black Lions. Da wird sich ja so ein bisschen für die entscheiden, ob es für den Aufstieg reicht oder nicht. Wie gesagt, für Tiers als ehemaligen Innsportler drücken wir natürlich auch noch die Daumen. Kopf hoch. Und bis dann. Ich bin raus. Habt Spaß. See ya!